Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Nachtschicht. Wir haben 1 Uhr morgens, ich glaube gestern hatten wir eine Frühschicht, ne? Heute tatsächlich sofort wieder mit einer Nachtschicht. Wir haben schon wieder 1 Uhr morgens, aber ich habe mich jetzt dann doch noch dazu entschieden, einfach eine kleine Runde streamen zu wollen. Heute sind wir eine ganz kleine und gemütliche Runde hier im Stream. Wir haben, wie gesagt, wir haben mitten in der Woche, wir haben 1 Uhr. Super Streaming-Zeit auf jeden Fall wieder von meiner Seite aus. Ich wollte aber jetzt trotzdem einfach noch eine kleine Runde in den Supermarkt springen, denn wir haben ja noch viel vor. Ne? Wir wollen ja noch viel Geld verdienen. Wir haben jetzt gerade 5.000 Dollar. Ich glaube aber, wir hatten damit aufgehört, dass wir den Supermarkt noch auffüllen müssen. Also ich glaube, damit werden wir jetzt die heutige Folge dann erstmal anfangen, dass wir erstmal auffüllen müssen alles wieder. Wir können ja mal gucken, ob wir mit den 5.000 Dollar oder 4.000 oder wie viel uns dann auch immer übrig bleibt, ob wir da irgendwas Cooles mit machen können. Also wir haben uns das letzte Mal das Lager gekauft. Also ich bin immer noch irgendwie nicht so der Freund davon. Ich finde es cool, dass wir jetzt diese Tür haben. Irgendwie verleiht die dem Supermarkt so einen gewissen Touch. Das ist schon ganz nice. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Lager überhaupt so mega fühlen werde. Keine Ahnung. Also ich glaube, vielleicht dauert das noch ein bisschen, bis der Markt noch ein bisschen größer ist oder so. Aber irgendwie finde ich es trotzdem nervig, halt immer ins Lager laufen zu müssen für die ganzen Produkte. Wir werden mal sehen. Gesundheitsamt, wir müssen die Einhaltung der Kühlkette kontrollieren. Nein. Gesundheitsamt kann mich mal. Das ist mir egal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal sofort damit an, den Supermarkt einzuräumen. Adi, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Schlaf gut. Und Banane, dir auch. So, dann lass uns mal eben anfangen. Ich glaube sogar die normalen Produkte habe ich alle soweit, ja doch, ich habe alle Kartons soweit benutzt zum Auffüllen. Dann müssen wir uns sofort ans Nachbestellen machen. Also, wir brauchen Müsli, Milch. Boah, ich bin so froh, ne, wenn es irgendwelche, also wenn es dann bald vielleicht im nächsten Update dann so Auffüller gibt, ne, das wäre so insane cool. Ich hoffe echt, dass das alles funktioniert und dass das Update geil wird, weil so langsam... Es ist halt wirklich, also du machst ja gefühlt einfach nichts anderes außer auffüllen halt, ne? Ich habe mir jetzt im Game angewöhnt, wenn ich alles aufgefüllt habe und noch Geld übrig habe, die Produkte, die reduziert wurden, 5-mal zu bestellen fürs Lager. Ist echt hilfreich und die kann man gut in die Lagerregale einordnen. Ja, das, also so in etwa habe ich mir das auch gedacht, dass ich das machen würde. Ich weiß nicht, irgendwie, also ich meine, wir bräuchten, glaube ich, halt die Regale dafür, ne? Vorher würde es gar keinen Sinn machen, schätze ich mal. Butter brauchen wir auch. Lieber Klabautermann. Aber ja, vielleicht fangen wir damit auch einfach mal an. Auffüller, Numpad-Unterstützung soll auch kommen. Ja, da muss ich wirklich sagen, Numpad juckt mich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile irgendwie so schnell mit der Maus unterwegs, das ist für mich eigentlich relativ egal. Aber Auffüller sind wirklich ein Game-Changer in dem Game. Also wenn die da sind, dann wird das ja das ganze Gameplay irgendwie ummodeln und das wird, glaube ich, eine tolle Änderung werden. Ja, und ich glaube, da freuen sich auch sehr viele drüber, weil irgendwann ist halt wirklich, ne, so, man kämpft sich so dadurch, jedes Mal den scheiß Supermarkt aufzufüllen. Yoshi, bist du pleite? Hast dir selber lange nicht mehr donated, Schnauze. Was, deine Butter ist leer? Wie konnte das denn passieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Wie konnte das passieren, dass die Butter leer war fast? Oder bestellen vom Regal wäre top. Ja, das wäre natürlich übel krass. Ne, da habe ich ja schon mehrmals gesagt, das wäre halt cool, wenn man dann irgendwie so einen kleinen Scanner hätte. Ne? Und dann hättest du hier so die Ware und dann machst du Pup-Pup und dann kannst du sofort nachbestellen. Das wäre halt auch übel cool. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Aber ich lasse mich da sehr gerne überraschen. Wie gesagt, im Endeffekt so, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, ich habe noch einige Spiele, die ich testen wollte. Ich habe noch irgend so einen Farming-Simulator, aber also jetzt nicht Farming-Simulator, sondern irgendeinen Simulator, wo man mit Max eine Farm hat. Und das fand ich auch irgendwie sehr interessant, da wollte ich gerne mal reingucken. Und dann kommt ja auch noch bald hoffentlich Harold Harleyboot raus. Da freue ich mich auch drauf. Und dann habe ich mir, wie gesagt, noch ein Horror-Game gekauft, wo ich auch noch richtig drauf Bock hätte, nochmal endlich in ein Horror-Game rein zu Let's Playen. Wir haben lange kein richtiges Let's Play mehr gemacht, oder? Habe ich das Gefühl. So ein richtiges, mit so in einem Horror-Game, so mit Story und so, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Also generell, Horrorspiele haben wir lange nicht mehr gespielt. Mein Sohn hat es gestern auch mal gespielt und der findet es auch cool, vor allem wenn er mit Speed dadurch zu rennen. Achso, du meinst, wenn er sprintet dann? Geil, Mann. Bei mir verkaufe ich Butter für 4,40 Euro. Geht weg wie warme Semmel. Krass, Mann. Ja, ich habe gehört, irgendwie hat jeder ein Produkt, was nicht gut läuft.
aber das kann bei jemand anderem super gut laufen. Also ich weiß jetzt nicht, was es bei euch ist, aber bei mir ist es meistens Butter und Joghurt, glaube ich, läuft nicht wirklich gut. Aber sonst, glaube ich, sind die meisten Dinge eigentlich ganz gut. Okay, Honig brauchen wir, Erdnussbutter nicht, das ist egal. Honig, Mehl. Und noch das fette Mehl. Aber Klopapier gar nicht. Klopapier ist, achso, Klopapier geht bei dir gar nicht. Junge, bei mir ist ja Klopapier, ist krass. Aber ich glaube, wir stecken hier auch gerade mitten in der Pandemie. Deswegen kaufen die alle wie die Irren Cola. Klopapier. Cola, glaube ich, geht aber auch mittlerweile ziemlich gut weg. Ja, die hatte ich schon aufgefüllt gehabt. Cola geht auch gut weg. Ich würde sagen, wir füllen nochmal ganz kurz beide, holen wir einfach mal von beiden ein bisschen Wasser. Ist jetzt zwar nicht so wichtig, aber sieht einfach ein bisschen angenehmer aus. Wir brauchen die normale Cola. Was ist hiermit passiert? Warum ist die umgefallen? Okay, wir brauchen noch die normale Cola. Das müsste die hier sein. Bei mir läuft das Brot mega schlecht. Endlich habe ich mein Eis. Sehr gut. So, Süßigkeiten. Da hatten wir nichts. Was bei mir krass geht, sind die Hühnchen aus der Tief... Ja, ja, ja. Hähnchen geht bei mir auch sehr krass weg. Und vor allem sind die auch richtig teuer, ne? Also, je nach... wobei gar nicht. Ah ne, hätte ich jetzt anders in Erinnerung. Oder sind die bei mir gerade so billig? Also auf jeden Fall gehen Hähnchen sehr gut weg, normalerweise. So, was haben wir denn hier... Chat, was war das hier nochmal? Norway. Was ist das? Ist das Lachs oder so? Ich glaube, das war der Lachs. Okay, wir brauchen nochmal einen Lachs. Mozzarella, Öl, Mozzarella, Öl, Mayo. Und auch noch das Öz. Das Öl. Hähnchen, Toilettenpapier und Kartoffeln sind die Renner. Kartoffeln auch sehr krasser Shit. Heidi, schlaf gut, pass auf dich auf. Also bei mir läuft irgendwie alles und wenn etwas leer ist, wollen alle nur noch das haben, was leer ist. Ja, ja, das sind richtige Ganoven. Die warten nur darauf eigentlich, um einem eine schlechte Bewertung reindrücken zu können, diese kleinen Wichser. Und genau deswegen, finde ich ja, sollte ein Update kommen, dass wir, ja, Feuerwaffen bekommen. Also ich finde, wir sollten, Mistgabeln wären cool, was aber auch geil wäre, Schusswaffen, da würde ich mich auch drüber freuen. Aber eine Mistgabel wäre irgendwie super, eine brennende Fackel, ein Baseballschläger. Ich würde mich damit vielem zufrieden geben, auf jeden Fall. Butter macht bei mir gefühlt 60% des Umsatzes aus. Geisteskrank, Mann. Ja, eine Minigun oder eine Minigun, ey, auch da, super Update. Minigun, da wäre ich auch sofort für zu haben, Mann. Das wäre auch eine schöne Sache. Oh nein, Jula erwacht. Ich hoffe, die hat jetzt nicht ihre 5 Minuten. Oh, nee, scheint entspannt zu sein. Naja, bald kannst du Bier und Wodka freischalten. Das ist schon geil, Mann. Also wenn wir Bier und Wodka haben, das ist schon cool. Aber ich fände es ja auch noch cool, wenn du dann wirklich so richtige Kontrollen machen müsstest. Also wenn... Zum Beispiel so jüngere Menschen dann zu dir in den Laden kommen und dann musst du so nach dem Ausweis fragen oder so. Das finde ich auch geil. Ich weiß noch nicht, was ich von Kassieren halten soll. Sind mega langsam, also achso, von den Kassierern halten soll. Die sind mega langsam und wenn man 2 Kassen hat und eine selbst bedient, stellen sie sich trotzdem nur da an und keiner beim Angestellten. Ja, das ist ein bisschen dumm. Ich habe gehört, dass einige einfach die Kasse dann von sich selber einpacken. Und so gehen die dann nur zu dem anderen. Also zu deinem Kassierer, weißt du, den du eingestellt hast. Keine Ahnung, ob das so wirklich funktioniert, aber vielleicht probierst du es einfach mal aus. Sass, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Alkohol geht bei mir super. Ja, das ist klar. Ich meine, in diesem Ghetto, wo dieser Supermarkt hier steht, da brauchst du viel Alkohol. Dann komme ich vorbei. So, ich glaube, das wäre noch das Mehl, ne? Ja, das war das Mehl. Okay, hätten wir das auch. Ne, 2 sind noch da. Und noch ein bisschen Honig. Okay, top. Probiere ich dann das nächste Mal aus. Ja, probier es mal. Kannst mich ja gerne auf dem Laufenden halten, ob das dann bei dir gut funktioniert. Es hatte letztens irgendjemand bei mir in Stream geschrieben, dass er das halt eben so handhabt. Und eigentlich eine coole Lösung für das Problem. Aber es ist natürlich dumm, dass sie sich dann die ganze Zeit bei einem selber anstellen. Wir können noch Kartoffeln und Toilettenpapier machen. Kartoffeln, Toilettenpapier und vielleicht so ein Steak.
Kartoffeln und das Toilettenpapier. Und ich würde sagen, das reicht erstmal. Echt so, wenn es noch Zigaretten gäbe, wäre das Klischee erfüllt. Das wäre natürlich auch krass, wenn man auch noch Zigaretten verkaufen könnte. Das finde ich auch sehr cool. Und Drogen. Du hast eine Aldi, alles im Karton. Was meinst du? Aber Chat, ich fände, dass man, also, fändet ihr nicht noch auch irgendwie so ein bisschen so ein Nebeneinkommen gut, so ein passives Einkommen? Irgendwie so unter der Kasse noch so ein bisschen Meth verkaufen, so im Labor nebenan? Ich finde, das würde eigentlich auch noch sehr gut passen. Di. So, ich wollte nochmal extra Toilettenpapier holen, auch wenn wir schon fast voll sind, aber man weiß nie. Wenn ein guter Tag ist, dann kaufen die das komplette Toilettenpapier mal eben leer und wir sind reich. Es gab mal eine lustige Serie, Weeds. Ich habe mal eine Serie geguckt, die hieß, das war glaube ich sogar eine deutsche Serie. Diese Serie, wo auch diese Jungs irgendwie plötzlich hier mit Crystal Meth oder so im Internet das verkauft haben oder so ein Shit. Oder Koks oder so, ich weiß nicht mehr genau. War das hier dieses How to Sell Drugs Fast oder so? Oder How to Sell Drugs Online Fast? Irgendwie sowas. Ich habe davon irgendwie mal ein paar Folgen geguckt gehabt, die war eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, Chat, ich würde sagen, wir knattern sofort mal hinter die Kasse und lassen den Tag beginnen. Wir brauchen Geld. Ja, auf Netflix. Ja, das war so eine Netflix Original, ne? Du kannst ja hinten im Lager noch ein paar Bitcoins minen. Ja, Mann. Genau. Wir holen so ein paar fette Grafikkarten-Rigs und dann meinen wir einfach so ein bisschen. Das wäre LSD, okay. Dann war es LSD. Ich weiß nicht mehr genau. Einfach das Lager zu einem Drogenlabor umbauen, das ist die Idee. Ja, ne, ich meine, du musst ja einfach nur die Tür zumachen und niemand bekommt mit, was da hinten passiert im Lager. Ich stelle mir das gerade so vor, wie so die Leute hier einfach so gerade am Einkaufen sind und die gehen so an dieser Tür vorbei, also die gehen hier so vorbei und dann guckt man hier so rein und dann ist hier so ein riesen Labor drin und ich stehe da einfach mit so einer Maske und so und mit so einem Kittel wie Heisenberg und stelle da irgendeinen Shit her, um den zu verkaufen unter der Ladentheke. Wäre schon geil. Ich sehe es vor mir, Chat. Das müsste das Thumbnail sein für diese heutige Folge. Einfach Meth im Supermarkt. Wenn du Zeit reisen könntest, wohin würdest du reisen? Boah, das ist eine gute Frage, Mann. Ich glaube, ich würde gerne mal die Dinosaurier sehen. Aber ich würde auch voll gerne die... Ich würde es halt nicht so begrüßen, wenn ich dann von so einem Dinosaurier gefressen werde. Aber ich fände es halt auch übel interessant, mal so in damalige Zeitalter zu reisen halt, ne? Also, ich würde so gerne mal die 80s gesehen haben und so ein Shit. Ich kenne das nur aus Filmen und aus Erzählungen so von meinen Eltern und so ein Shit. Und das würde ich wirklich gerne mal so mit eigenen Augen sehen, was da so abging und wie die Menschen so drauf waren und so ein Shit. Ich würde mir aber eigentlich gerne alles angucken. Ich würde mir auch gerne das Mittelalter angucken. Also wenn ich so ein übelster Ficker wäre und so alle umbringen könnte einfach und deswegen können die mir nichts tun und die könnten mich nicht foltern, weil Mittelalter war ja wirklich berüchtigt dafür, dass sie alles foltern, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann würde ich mir auch gerne mal das Mittelalter angucken. Mittelalter wäre cool. Ja, würde ich mir schon gerne mal angucken. Also fände ich schon irgendwie interessant, so wie die Leute so gelebt haben und so ein Shit. Wie gesagt, man kennt ja sowas nur aus Erzählungen, aber so mit eigenen Augen zu sehen, wäre schon krass. Ich würde einmal durch jede Zeit hüpfen. Ja, das wäre geil, Mann. Aber welche am allerliebsten? Boah, ich glaube wirklich so die Zeit von meinen Eltern oder so damals, wo es noch gar kein Internet gab und so ein Shit und also das alles so gar keine Sache war. So 80s oder so. Das wäre schon cool. Ja, würde ich schon gerne mal sehen. Aber wie gesagt, auch Dinosaurier finde ich interessant. Mittelalter. Wäre alles irgendwie sehr interessant. Bei den Neandertalern in der Höhle chillen und Höhlenmalerei mit denen betreiben, wäre auch lustig. Ich würde mich da eigentlich überall sehen. Hattest du nicht mal gesagt, dass du alles selber machst im Supermarkt? Was meinst du jetzt? Also jetzt hier mit Auffüllen und so? Oder was meinst du? Ich will nicht Zeitreisen, ich finde, wie es ist. Ich finde es, wie es ist und blicke nach vorne und blick nach vorne immer besser. Okay. Ja, nee, also ich finde es einfach interessant. Also
Also ich finde jetzt deine Aussage, also das eine schließt ja nicht das andere aus. Also ich kann ja trotzdem nach vorne gucken, aber möchte trotzdem gerne mal die Zeit von damals sehen, einfach weil es interessant ist. Ich meine, die Menschen haben ja ganz anders gelebt und so, das ist schon faszinierend irgendwie. Selber herstellen. Ach so, das meinst du. Ja, natürlich. Alles feinste Produkte, nur von mir selber. Ist doch klar, hä? Was ist für eine Frage? Welchen Tipp würdest du deinem 12-jährigen Ich geben, wenn du könntest? Bro, Alter, jetzt guck mal, gute Fragen. Welchen Tipp würde ich meinem 12-jährigen Ich geben? Ich sag dir ganz ehrlich, außer mach dir nicht so viele Sorgen, wahrscheinlich gar nichts, weil ich weiß nicht, das Leben kommt halt, wie es kommt. Und ich finde, also klar macht man mal Fehler im Leben oder so, aber ich meine, die gehören halt irgendwie einfach dazu, ne? Also deswegen, ich glaube, das Einzige, was ich sagen würde, wäre einfach so, keine Ahnung, man bleibt dir selber treu und das Leben macht das schon. Da wird nur Butter gekauft von The Man in Black? Alter, WTF? Gamespace, einen wunderschönen guten Abend. Aber wieso musst du es dann bestellen und bezahlen? Weil das von meiner Manufaktur kommt. Und ich muss natürlich alle meine Angestellten bezahlen und deswegen kaufe ich das praktisch bei mir selber ein, weißt du, damit die auch Geld bekommen. Sonst wäre ich ja ein schlechter Chef, wenn ich hier niemanden bezahlen würde, weißt du? Komm, schon wieder drei Butter? Hä? Es kamen heute zwei Leute, die haben jeweils drei Butter gekauft. Nur Butter. Ist das ein neues Tötungsmittel oder was? Hier in meiner Stadt? Warum kaufen das plötzlich Leute? Was soll das? Ich würde auch gerne also einige Personen kennenlernen. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, an Leonardo da Vinci müsste das, glaube ich, gewesen sein. In Assassin's Creed 2. Das war so cool irgendwie. Das war so ein geiler Charakter. Also ja, es gibt bestimmt auch ein paar sehr coole Leute, so die man auch so von damals so mal sehen wollen würde. Was machen die Men in Black mit Butter? Ich weiß es nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Was macht der Herr mit drei Packungen Eiern? Weiß ich nicht. Nur Eier. Die haben bemerkt, dass das Bleichmittel am Brot gar nicht mal so gut schmeckt. Meinst du? Oder eben, dass Butter noch tödlicher ist am Menschen als Bleichmittel. Das könnte natürlich auch sein. Bald kommt ein neuer Ghostbusters-Film raus. Ach du Heilige. Ist das etwas, worauf man sich freuen kann? Ich weiß es nicht. Gefühlt alle Filme, die heutzutage rauskommen, da kannst du dich nicht wirklich drüber freuen, oder? Für eine Riesenportion Rührei. Nice. Das habe ich. Oh, 817? Ja, also die würde ich auch nehmen, natürlich. Ich hatte heute einen, der hat einfach alles an Wasser gekauft. Und sonst nichts. Okay, das ist ja heftig. Was macht er wohl mit dem ganzen Wasser? Ja, der letzte Ghostbusters-Teil war super. Warte mal, war der letzte Ghostbusters-Teil nicht der mit diesen Mädels? War der nicht Hardcore-Scheiße oder kam da noch einer? Ach, die kaufen das ganze Wasser fürs Waterboarding. Ach so, ja, jetzt macht alles Sinn. Natürlich, jetzt macht alles Sinn. Zum Teil Darsteller vom Teil 1 und auch von Stranger Things. Okay, von Stranger Things. Das ist Butterboarding, was die hier betreiben. Da kam noch einer, okay. Ich muss gleich mal kurz Stuhle rauslassen. Das Lustige wird sein, ich werde die jetzt gleich rauslassen und die wird wahrscheinlich nach 2 Minuten wird die wieder in mein Zimmer rein wollen. So wie immer wahrscheinlich. Also bei Filmen so, ich bin da irgendwie so gar nicht mehr up to date. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung mehr, was so heutzutage läuft oder was da so kommt. Damals waren Filme irgendwie so total besonders für mich und jetzt juckt mich das so gar nicht mehr. Schon interessant irgendwie, wie sich das so verändert hat. Weiß auch nicht. Ich liebe halt am meisten alte Filme. Neue Filme, ich weiß nicht warum, aber irgendwie beeindrucken die mich einfach nicht. Welche Filme ich zum Beispiel übel liebe, die halt schon ziemlich alt sind. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Little Weapon. Sagt euch das zufällig was? Die alten Teile, ich glaube, es gab auch eine Serie davon, irgendwie eine neue, aber weiß nicht, die habe ich auch nicht geguckt. Aber die alten Filme, die waren so geil und ich habe die so geliebt. Hallo, wir haben... Sir. Sir, der Supermarkt ist geschlossen. Geht gar nicht.
Ja, stirb langsam. Die damaligen Teile sind natürlich auch sehr krass. Auch Kultfilme gefühlt. Ja, klar. Also ich muss wirklich sagen, die Little Weapon Teile, die sind insane geil. Magst du Jurassic Park? Ich habe Jurassic Park mal geguckt, aber irgendwie... Also ich habe auch diese neueren geguckt, dieses Jurassic World, aber die waren eher so, joa, okay, ne? Dominik, pass auf dich auf. Jurassic Park war super. Ja, ich weiß nicht. Also meins war es jetzt nicht so wirklich. Also wie gesagt, auch diese Jurassic World Filme, die waren jetzt auch irgendwie nicht so. Produkte nicht gefunden. 9 Stück. Shit. Okay, wir haben irgendwas, glaube ich, ziemlich krass verkauft. Anders kann ich mir das nicht erklären. Warte mal. Oha. Oha, was ist denn hier passiert? Die haben sich ja auf diesen Thunfisch geschmissen wie die Berserker. Die späteren Teile nicht so. Sushi? Warte mal, wollten die alle das große Sushi haben? Das ist ja bodenlos. Alter, Öl ging aber auch wieder übel krass weg. Kartoffeln! Kartoffeln! Junge, die grasen diesen Supermarkt ab. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ach du heiliger Bimbam. Okay, das ist krass, Mann. Holy shit. Okay, Chat, sollen wir mal einen kleinen Testtag machen? Ich glaube halt, wie gesagt, leider wird es nicht viel bringen, aber vielleicht können wir das... Wir machen das jetzt einfach mal aus Spaß einen Tag lang. Und zwar, wir füllen jetzt mal eben auf und danach machen wir einfach mal einen Tag, dass wir einen Kassierer einstellen und wir füllen nebenbei einfach mal ein bisschen auf. Einfach mal, um zu gucken, wie das ist. Wir brauchen Pommes und Hähnchen, auf jeden Fall. Sehr wichtig. So, Pommes, Hähnchen... Chat, ich habe übrigens heute bestimmt wieder 4 Stunden oder so Elden Ring gespielt und ich habe jede Sekunde von diesem Spiel so aufgesogen. Das ist insane. Junge, ich bin so verliebt zur Zeit in Elden Ring. Janine, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Es ist gerade so entspannt, dir einfach zuzuhören, auf dem Balkon zu sitzen. Es regnet und es ist einfach mega schön gerade. Danke für deinen Content. Toothless, das ist ja mega süß. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und mach's dir auf jeden Fall weiterhin gemütlich. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an, Mann. Freut mich. Bist bald durch? Ja, ich glaube, das dauert noch was. Also Elden Ring ist ja wirklich eine Wucht, was Spielzeit angeht. Deswegen mal sehen, wie lange ich da noch brauche. Aber ich bin gespannt. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, es durchzuspielen. Letztes Mal hatte ich irgendwann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Salz. Ach, Chats, hier ist sehr, sehr viel, was wir noch nachkaufen müssen. Bei deinem Level brauchst du 2 Kassierer, sonst wird nur gemeckert. Ja, ist natürlich jetzt nervig, ne? Weil ich habe keine 2 Kassen. Ich meine, im Endeffekt ist aber auch scheißegal, wenn die meckern, oder? Also ich meine, wen juckt's? Scheiß doch auf die Kunden. Oder? Sollen die halt rumheulen? Hä, wen juckt's? Die Police Academy Filme sind mega cool. Police Academy auch sehr nice. Ja. Yeah. Mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, Stirb langsam fand ich immer super, die alten Teile. Die fand ich richtig geil. Das waren so meine Weihnachtsfilme irgendwie. Hab die immer an Weihnachten geguckt. Die Kunden meckern immer. Ja, deswegen, eigentlich ist es scheißegal. Wir könnten es ja einfach mal so spaßeshalber für einen Tag machen. Und wir gucken einfach mal, wie sehr können wir die Kunden abfacken. Wir stellen einfach einen Rekord auf von unzufriedenen Kunden. Das ist doch auch eine coole Sache. Nexus, mit dem allerersten T1-Sub. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön für den Support, Mann. Und das zu so später Stunde auch noch. Fühl dich umarmt, Mann. Danke dir. Okay, Öl. Großes Sushi. Und Sushi brauchen wir auch noch. Boah, Junge, Sushi ist so teuer, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich hab's endlich wieder geschafft. Hab hier einen wunderschönen guten Abend, hab coole Neuigkeiten. Und zwar bin ich endlich meine Wohnung gezogen. Zwar noch leer, aber kommt alles noch, Stück für Stück. Sehr cool. Ich denke, das sind mal sehr krasse Neuigkeiten. Das freut mich. Kevin allein zu Hause. Boah, ich kenne so viele Menschen, die können Kevin allein zu Hause so gar nicht mehr ab. Ich hab Kevin allein zu Hause auch sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich fand die damals, fand ich die wirklich super.
Fand die sehr cool. Genauso wie Scary Movie zum Beispiel. Ich liebe Scary Movie. Ich kenne aber so viele, die Scary Movie so gar nicht fühlen, vom einfach so von diesem, ja, von diesem Dämlichkeitsfaktor her. Und das ist natürlich auch vollkommen okay, aber ich liebe Scary Movie. So geil. Perseus, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und Nexus, ich habe deine VODs auf YouTube entdeckt und dachte mir, ich muss meinen Sub hier lassen. Alter Nexus, wirklich, das bedeutet mir so viel, Mann. Schön, dass du die weite Reise von YouTube auf dich genommen hast, bis hierhin. Und einfach nur wirklich viel Liebe, Mann. Mehr kann ich da, glaube ich, nicht so sagen. Einfach nur Dankeschön. Bedeutet mir sehr viel, danke dir. Ich finde Scary Movie grauenhaft. Ja, siehst du? So verschieden sind die Geschmäcker. Ich lieb's, Mann. Es ist einfach genau mein Humor. Das ist einfach absolut mein Humor. Ich habe Scary Movie einfach satt gesehen. Ich habe die so lange nicht gesehen. Ich glaube, ich könnte die alle nochmal gucken. Das ist ziemlich lange her, dass ich die gesehen habe, weil die leider irgendwie auf guten keiner Streaming-Plattform sind. Guten Abend, ihr tollen Wesen, nach noch so schnell gingen 16 Monate um. Holy moly, danke für alles, du tolles Stück DNA. Aber aus der Abo-Fall komme ich immer noch nicht raus. Mulm, mulm, gigele, mulm, follower. Nee, das wird auch nichts mehr, da rauszukommen. Ich danke dir von Herzen, Lola, für die 16 Monate insgesamt. Und einfach nur auch an dich viel Liebe. Dankeschön für alles. Für den langen Support, sehr krass, danke dir. Das Beste war am Wochenende zur Videothek, Filme, Spiele ausleihen und die Story richtig wertzuschätzen. Heute hat man das gar nicht mehr, weil man einfach alles auf Knopfdruck schauen kann. Ich weiß, was du meinst, ja. Also heutzutage ist es eine absolute Reizüberflutung, theoretisch. Jule, danke schon auch an dich übrigens für dein Follow. Heutzutage ist irgendwie alles so eine extreme Reizüberflutung, weil du alles im absoluten Überschuss hast. Filme, Serien, Musik, eigentlich alles. Wobei meine Musik wahrscheinlich für viele eher so, Musik ist vielleicht noch, zählt jetzt nicht ganz dazu, ist wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Blackie, danke schon auch an dich für dein Follow. Ich habe ganz oft schon gehört, ich weiß nicht, ob das bei euch selber auch schon so war, aber auch bei mir war das damals so. Ich habe mich irgendwie mit meiner Schwester oder so, also wir wollten einfach einen Film zusammenglotzen oder mit meiner Mom oder keine Ahnung. Und wir haben uns einfach gesagt, yo, wir wissen nicht, welchen wir gucken sollen und wir scrollen einfach mal durch Netflix durch und wir gucken einfach mal, was wir überhaupt gucken wollen. So. 10.000 Filme und Serien gibt es auf Netflix und irgendwie haben wir einfach eine Stunde gefühlt da durchgescrollt und nichts hat irgendwie so extrem angesprochen. Und irgendwie konnten wir uns nicht wirklich entscheiden und dann haben wir es einfach gelassen. Und dann haben wir einfach gar keinen Film geguckt, weil, keine Ahnung, irgendwie war da jetzt nicht irgendwie so was total Interessantes dabei, wo wir jetzt so richtig Bock drauf hatten. Und ja, irgendwie auch so mega krass. Und das ist ja auch bei vielen bei Videospielen so, ne? Also viele von uns, auch inklusive mir, man hat irgendwann so viele Videospiele, weil man die in Sales gekauft hat oder so, dass du einen Pile of Shame hast, ne? Ich glaube, so nennt man das. Du hast so viele Games, die kannst du gar nicht mehr alle zocken eigentlich. Und es kommen aber immer neue raus und man kauft sich immer mehr. Das ist ja wie bei Frauen, also bei vielen Frauen zum Beispiel Schuhe, ne? Du kaufst immer mehr und mehr und dabei kannst du das alles gar nicht mehr richtig genießen halt, ne? Das ist einfach so richtiger Konsum. Janine, einen wunderschönen guten Abend, alles klar bei dir. Irgendwie ist das richtig krass. Und Milan, pass auf dich auf. Vor allem alles, was mit etwas Erfolg wird, zur Serie gemacht und ist da mega schlecht. Also ich muss wirklich sagen, generell, also ich habe kein Netflix-Abo mehr und auch kein anderes. Und mich juckt auch einfach gar nichts mehr, was bei Netflix landet. Also ich finde das Angebot bei Netflix mittlerweile einfach so scheiße. Und wir hatten das aber extra gemacht gehabt, also diese ganzen Konten zu kündigen eben, weil ja irgendwann wurden die immer teurer, ne? Auch Netflix immer teurer und irgendwann kam ja auch das, dass du nicht mehr mit Family sharen kannst und, ne? Also es darf nur noch ein Haushalt sein und das ist zum Beispiel bei uns mega weird, weil wir wohnen halt eben alle nicht zusammen, aber wir sind trotzdem eine krasse Familie und das ging ja dann plötzlich eben alles irgendwie nicht mehr und dann haben wir halt gesagt so, ey, scheiß auf Netflix, ja, die haben es einfach nicht verdient, scheiß auf die. Und ich brauch's halt eh nicht. Ich gucke sowieso am allermeisten Twitch und deswegen, keine Ahnung, Mann. Scheiß drauf, braucht man nicht. Ja, und seitdem spare ich sehr, sehr viel Geld, muss ich sagen. Also gerade Netflix und so, ne, kostet ja mittlerweile, glaube ich, 18 Euro im Monat. Gerade wenn du das dann mit einer Family hast und wenn du 4K gucken willst, glaube ich, ne, kostet das 18 Euro oder so. Und das ist schon echt viel, ne, also auf einen Monat hochgerechnet ist es schon sehr viel Geld, ne. Also man spart da schon extrem mit, wenn man das alles mal beiseite lässt. Puderzucker brauchen wir auch noch. Hatte ich schon... Warte mal, ist der schon wieder voll, der Warenkorb? Fast voll.
Okay, dann holen wir nochmal eben Puderzucker. Der ist sogar im Angebot. Ah, das ist natürlich geil. Sehr gerne, sehr angenehm dir zuzuhören und sympathisch, Blecki. Ich danke dir. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Bedeutet mir sehr viel. Danke für die lieben Worte. Ich hoffe, dass du eine schöne Nacht hast. Bei mir ist das mit Bücherkaufen immer mehr. Hab noch einen Haufen vor mir ungelesener Bücher. Okay, also ist es bei mir zum Beispiel dann Videospiele. Ich hab so viele Videospiele. Und ich komme, also ich habe die Zeit einfach auch gar nicht dazu, die alle zu zocken. Und so ist das dann bei dir eben mit eben Filmen oder wie du jetzt sagst, eben Büchern, ne? Ich habe jetzt gerade auch gelesen, bei einigen ist es auch mit Filmen. Geht mir genauso, erwische mich da auch immer dabei, dass ich Filme und Serien immer und immer wieder anschaue. Da brauche ich mich ja auch nicht wundern, wenn ich gefühlt alles nachsprechen kann. Ja, das ist true. Ich glaube, man hat so seine Komfortserien, ne? Bei mir war das immer Two and a Half Men damals. Two and a Half Men kann ich gefühlt mitsprechen. Oder konnte ich extrem mitsprechen. Ist jetzt auch lange her, da ich das geguckt habe. Und das war immer so meine Komfortserie. Die habe ich einfach immer so nebenbei laufen lassen. Ja. Schau dir mal Final Space an, bitte. Ist nur noch bis März verfügbar. Ja, nee, werde ich nicht, weil ich gucke einfach keine Serien so. Mich juckt das nicht mehr. Ja. Ich hab damit komplett aufgehört. Serien, Filme. Irgendwie habe ich da kein Interesse mehr dran. Ich kann Fluch der Karibik mitsprechen. Fluch der Karibik, aber auch sehr, sehr cool. Gibt es da eigentlich jetzt irgendwas Neues zu? Also, ich meine, die sollten ja, also da sollte ja mal ein neuer Teil rauskommen. Ist der jetzt wieder mit Johnny Depp oder heißt es jetzt wirklich, dass kein Film mehr mit Johnny Depp dann ist? Poffi, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Alles klar bei dir? Einfach die Filme, die man liebt, kaufen. Ja, aber zum Beispiel muss man ja da natürlich sagen, also wenn du jemand bist, der viele Filme guckt oder so, dann macht das ja Sinn, Netflix zu haben, weil ich meine, ob du jetzt 18 Euro im Monat für eben Netflix bezahlst und da 10.000 Serien und Filme glotzen kannst oder 18 Euro oder so für eine Blu-ray ausgibst, keine Ahnung, wie teuer die heutzutage sind. Ja, wo ist jetzt der Unterschied, ne? Außer, dass du wahrscheinlich, du hast ja ein viel größeres Angebot, also eigentlich macht es ja sogar noch mehr Sinn, Netflix oder so zu haben halt, ne? Lauchbär, einen wunderschönen guten Abend. Aber für mich so als Mensch, der irgendwie nicht wirklich, also ich gucke halt gar nichts mehr, außer abends mal Twitch, aber ich lese halt meistens. Und deswegen gucke ich wirklich einfach, ich gucke kein Fernsehen mehr, also gar nicht. Ohne Witz, ich hatte teilweise bis zu 6 Streaming-Anbieter, einfach nur wegen teilweise einer Serie oder einem Film. Habe auch aufgehört, mich bei allem anzumelden. Habe jetzt nur noch Netflix, bis es ausläuft und du hast so recht, Netflix ist Rotz mittlerweile. Ja, also meins ist es wirklich gar nicht mehr. Ist natürlich vollkommen okay, wenn man gerne Netflix guckt und so, aber diese Netflix Originals, die da heutzutage auch so alle kommen und so, irgendwie ist das alles nicht mehr meins. Keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht mehr so Spaß dran. Okay, das hätten wir. Boah, Nudeln, ne? Was hatten wir hier nochmal, Chat? Macaroni, ne? Macaroni und alle Nudelsorten, theoretisch. Also, wir brauchen wie heißen die? Wie werden die geschrieben? Waren das nicht Macaroni? Wie werden die Scheißdinger geschrieben? Warte mal, Spaghetti? Oder war das was ganz anderes? Chat, was hatten wir da nochmal? Waren das Macaroni? Oder hatte ich da was ganz anderes im Regal? Dank dir alles fein, schlaflos durch die Nacht. Wecker um 5 Uhr. Ach, du Heiliger. Um 5.30 Uhr musst du raus. Also da kracht's aber ja auch gewaltig. Hilfe. Aber es freut mich natürlich trotzdem, dass du da bist, Mann. Viel Liebe. Und ich hoffe, dass du eine schöne Nacht hast, auch wenn du sehr früh raus musst. Chat, wann müsst ihr denn morgen aufstehen? Wie sieht's denn bei euch aus? Hä, hier sind die Macaroni. Hä, warte mal, warum kommen die denn nicht, wenn ich... Chat, was habe ich gerade falsch gemacht? Habe ich nicht MA eingegeben für Macaroni? Hä, was habe ich denn da falsch eingetippt jetzt? What the fuck? Ich dachte, ich hätte das eingegeben. Irgendwie hatte ich einen Schreibfehler drin oder so. Ich muss um 13 Uhr spätestens raus. 4.50 Uhr. Katzog, danke schön auch an dich für deinen Follow, Mann. Dankeschön. 10, 11 Uhr, hab Spätschicht. Ich kann ausschlafen. 9 bis 18 Uhr, hab Glück und habe heute ein bisschen später. Sehr gut. Ich muss morgen erst um 14 Uhr arbeiten, also kann ich ausschlafen. Sehr gut. Eigentlich so um 5, weil ich mit den anderen essen soll, aber wird wieder 14 Uhr, um zur Therapie zu gehen. Okay, also du musst nur telefonieren.
Ich bin krank und habe einen kaputten Schlafrhythmus. Von daher ausschlafen. Nächstes, ich wünsche dir eine gute Besserung. Was auch immer du hast. So, wir brauchen auch noch die normalen Nudeln. Ich glaube, die habe ich noch nicht reingepackt. Noodles. Die brauchen wir noch. Dann brauchen wir richtig fett Thunfisch. Mozzarella. Thunfisch. Mozzarella. Ausschlafen. Sehr nice. Will jemand für mich telefonieren? Boah, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf, telefonieren. Guten Abend alle zusammen. Hab auch mal von YouTube hierher gefunden. Jetzt ist die Frage, ne? Wie wird der Name ausgesprochen? Ich sag einfach TM. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du einen soweit guten Tag... Oha, ich hab's geschafft, ein Produkt durch die Wand zu glitschen. Oder durch die Wand zu dingsen. Alter. Geil. Ich hoffe, dass du einen guten Tag hattest soweit. Telefonieren, Schlimmste. Boah, ich muss wirklich sagen, Mann, ich habe das so krass verbessert bei mir. Das ist wirklich heftig. Aber ja, ich fühle dich trotzdem. Das ist mir auch schon passiert, dass so Produkte durch irgendwelche Wände durchschießt. Ja, das kann ja mal passieren im Supermarkt, ne? Im Eifer des Gefechts. Zockt gerade einer von euch Palworld? Also ich nicht mehr. Palworld war wirklich so ein kranker Hype. Das war ja heftig, man. Das Spiel war ja überall. Also ich meine, es hat auch sehr viel Spaß gemacht anfangs. Das war dann bei mir sehr schnell zu Ende. Aber war schon Wahnsinn, Mann. Was bei dem Spiel abging mit dem Hype, das war schon krass. TM ist okay, sollte aber Mettmann heißen. Ach so, Tag, war bis jetzt wunderbar. Und bei dir so? Ja, bei mir, keine Ahnung, ne? Wetterkatastrophe bei uns wieder zurzeit. Und deswegen, ich muss sagen, das schlägt mir mal sehr aufs Gemüt. Aber sonst eigentlich einen ganz okayen Tag gehabt, ja. Freue mich, dass du einen guten Tag hattest. War echt cool. Ja, Mann, Palworld war irgendwie was Cooles. Also, ich glaube, der Erfolg war halt irgendwie so extrem. Es kam halt irgendwie auch zu einem guten Zeitpunkt raus. Und irgendwie lag es, glaube ich, daran, dass so viele Sachen irgendwie kombiniert worden sind, weil im Endeffekt hat ja Palworld die Welt nicht neu erfunden, aber es wurden irgendwie so viele Dinge kombiniert, die irgendwie so krass gut ankamen. Und was ich auch immer krass finde, ganz oft sind halt so Spiele, die auch so für Mädels eher sind, sage ich jetzt mal. Ne? Es gibt ja viele Spiele, so, die sind halt eben einfach so ein bisschen mädchenfreundlicher, wenn man das so sagen kann. Und die haben meistens immer noch größeren Erfolg. Keine Ahnung, ob ihr da mal drauf geachtet habt, so als Videospieler. Aber die Spiele, die meistens dann auch eben in mehrere Richtungen gehen und nicht nur so Hardcore-Gamer, keine Ahnung was, die haben meistens immer ja natürlich eine viel größere Nische und einen viel größeren Erfolg. Und Palworld hat irgendwie so perfekt da reingepasst, ne? Also wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Palworld hat einfach, das hat perfekt reingepasst in jede Nische irgendwie. Und deswegen haben, glaube ich, so viele Leute damit auch so viel Spaß gehabt, ne? Egal ob jung, egal ob alt, egal ob Mädchen, egal ob Junge. Ich glaube, das hat irgendwie auch so den extremen Erfolg ausgemacht. Was war das hier unten nochmal? Die Jakobsmuscheln und Kotlets. Muscheln und Kotlet brauchen wir noch. Kotlet und noch die Muscheln. Ja, true, jeder will's zocken. Ja, also ich glaube, mittlerweile ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Ne? Also anfangs war ja wirklich sehr krass, die Spielerzahlen waren ja geisteskrank. Ich glaube, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so. Weiß jetzt nicht genau, wie da so der Durchschnitt aussieht. Aber der Anfang war schon krank. Ne? Also es hat ja gefühlt jeder gespielt. Schokolade. Schokolade und die Soßen könnten wir eigentlich nochmal nachbestellen. Scharfe Soße und was war das andere nochmal? Ketchup und Mayo, glaube ich, ne? Ketchup, Mayonnaise, auch teurer geworden. $92 für Mayonnaise. Bin ich reich? Alter. Ich glaube, du hast auch keine grüne Soda mehr. Also, so. Oh, true. Ja, wir brauchen noch grüne Soda. Das stimmt. Okay, noch irgendwas, was ich vergessen habe? Grüne Soda brauchen wir noch. Ja, bist du? Ich bin nicht reich. Ich bin als Millennial mit Pokémon aufgewachsen, deshalb war ich skeptisch gegenüber Palworld. Okay, skeptisch und?
Also hat sich das dann in Luft aufgelöst oder bist du immer noch skeptisch? Oder wie sieht's da aus? Ich bin mal gespannt, was so in den nächsten Jahren möglich sein wird, was Games angeht. Innerliches Kind freut und träumt schon. Ja, ich bin mal gespannt, ob VR wirklich mit der Zeit einfach so eine immer größere Sache werden wird. Bin echt mal gespannt, ob das wirklich so sein wird. Weil VR hat bis jetzt in meinen Augen immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und es gibt viel zu wenig richtig geile Games in VR. Und deswegen wäre es eigentlich cool, wenn das einen riesen Erfolg haben würde, damit da mal so ein bisschen der Markt angepusht wird, sage ich jetzt mal. Ich würde mir wünschen, dass da so ein paar richtig krasse Sachen noch rauskommen. Du hast was 5000 Dublonen, du bist rich. Warte mal, das ist für dich rich? 5000 Dublonen? Junge, ich bezahle einmal die Miete, dann bin ich wieder arm, Owen. Oder ich kaufe Toilettenpapier und ich bin wieder arm. Ich bitte dich, das musst du doch wissen mit deinem Riesenmarkt. Ich bin immer noch skeptisch. Ja, aber hast du es denn selber gespielt oder gesehen? Weil ich meine, was gibt es da jetzt skeptisch gegenüber zu sein? Also inwiefern meinst du das? Aus dem Weg, Karton! Ready Player One mäßig, aber das bekommen wir nicht mehr mit, denke. Das kommt so 2100. Ich glaube, das ist schon ein bisschen sehr krass hochgegriffen, oder? 2100. Also ich meine, die ersten Sachen mit diesem, wie nennt man das nochmal? Das ist ja AR, glaube ich, ne? Augmented Reality? Es ist nicht VR, ne? Jetzt auch mit dieser Apple-Brille und so ein Shit, ne? Also es wird ja schon konsumerfreundlicher, auch wenn die scheiß Brille gefühlt 5000 Dollar kostet oder so bei uns, oder Euro. Also es geht ja schon irgendwie so in diese Richtung, ne? Ich mag die Richtung nicht. Ich sitze viel lieber vor meinem PC, anstatt eine Brille aufzuhaben. Ich finde das mega weird. Auch wenn das mal geil ist, aber ich bin immer tausendmal lieber an meinem PC, als da irgendwie jetzt in irgendwie eine Brille anzuhaben. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie da der Trend halt eben so wird, ne, im Laufe der Zeit. Also ob das wirklich so eine Riesensache wird mit VR und AR und wie der ganze Bums nicht heißt. Okay, haben wir jetzt soweit alles? Ich meine, wir könnten nochmal Soda-Tabs, Kartoffeln. Soda-Tabs, Kartoffeln. Sehr viele Kartoffeln brauchen wir. Terra, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe Gronkh zugesehen und das Spiel hat mir nicht zugesagt. Ja, Gronkh hat ja gefühlt sein Leben da reingesteckt. Ich würde bei VR vermutlich meine Bude aus Versehen auseinandernehmen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe es mir gerade angeguckt. Sieht ehrlich boring aus. Ich weiß nicht, worüber du redest, Chicana. Also wenn du jetzt Palworld meinst, ja, das ist ja auch vollkommen okay, das jetzt nicht ansprechen zu finden. Ich meine, keine Ahnung, man, 10 Millionen andere Spieler fanden es halt krass, ne? Und das war der übertriebenste Hype überhaupt, ne? So ist es halt. Heißt ja nicht, dass jedes Spiel auf einen zutreffen muss. Ich würde es halt feiern, wenn man wirklich schlafen kann und dann quasi ein luzides Traum-Game-Erlebnis haben kann. Bro, was? Ich würde es halt feiern, wenn man wirklich schlafen kann und dann quasi ein luzides Traum-Game-Erlebnis haben kann. Hast du im Stream schon mal VR gespielt? Yes, habe ich. Ich habe gewusst, dass das Spiel irgendwie den Hype verliert. Ja, Kneip, hä, na, normal. Hä? Natürlich verliert das Spiel an Hype. Das macht jedes Spiel. Das ist doch klar, hä? Und gerade so ein Spiel wie Palworld, das hält ein paar Wochen oder so, danach ist das weg. Das ist doch vollkommen klar. Also es macht ja auch nur Sinn. Das ist doch der Lauf des Lebens. So ist es mit allem. Ne? Genauso wie mit Trends bei TikTok oder so. Dinge sind ein Trend, Dinge sind total angesagt, dann sind die 2 Wochen angesagt und dann sind die weg. Ganz einfach. Genauso wie bei jedem Videospiel auch. Das ist doch der Gang des Lebens, oder nicht? So, wir könnten noch... Warte mal, fehlen uns die normalen Eier? Ja, ne? Uns fehlen die 8er-Eier, glaube ich. Ich glaube, das müssten die 8er-Eier gewesen sein. Klingt für mich so wie Sword Art Online, Anime. Ja, okay, da bin ich raus. Und die meisten sind halt durch mit dem aktuellen Content inzwischen. Ja, ich glaube auch, ne? Ich glaube, also fast alle, die ich in meiner Freundesliste habe, Chess, die Palworld gespielt haben, Junge, die haben irgendwie 200 Stunden oder so in diesem Scheißspiel. Deswegen also, macht ja irgendwie Sinn, ne, dass der Hype irgendwann aufhört, wenn ein Spiel halt einfach komplett durchgenerdet wurde halt, ne? Und das ist bei Palworld wirklich der Fall. Also auch Gronkh zum Beispiel, Junge, der hat 2 Wochen oder so gefühlt am Stück gestreamt. Das macht der Typ nie.
Der, ne, also ich meine, Gronkh streamt ja normalerweise irgendwie so 3 Tage oder so in der Woche und Gronkh hat einfach, wo Palworld rauskam, die ganze Woche gestreamt, soweit ich weiß, oder? Der hat nichts anderes mehr gemacht. Sein ganzes Leben war einfach Palworld. Ich meine, im Endeffekt, ich find's irgendwie immer cool, wenn man so ein Game hat, was man so richtig nerden kann, was so richtig Spaß macht. Und deswegen fand ich das auch cool, Mann, dass so viele da so extrem Spaß dran hatten. War irgendwie geil. Ja, am Samstag hat er auch wieder Palworld gespielt. Palworld ist echt Mist, sorry. Ja, aber das ist es ja, Sanji. Ja, das ist vielleicht für dich Mist, aber es ist nicht in dem Sinne Mist, weißt du? Denn, wie gesagt, 10 Millionen andere Spieler, die fanden das Spiel gar nicht Mist, sondern sie haben es heiß geliebt. Ne, also deswegen, das ist jetzt vielleicht deine Meinung, dass du das Spiel einfach nicht magst oder dass dir nicht zuspricht, aber ich sag mal, die Spielerzahlen und die Menschen, die es ja selber gespielt haben, die sagen halt anderes, ne? Und wie gesagt, es ist ja vollkommen okay, ein Spiel nicht zu mögen, aber jetzt zu sagen, dass es komplett Mist ist, das macht eigentlich nicht wirklich Sinn, weil, naja, weiß ich nicht. Heißt das jetzt, alle Spieler, die das gut finden, die haben einfach einen Mist-Spielgeschmack? Oder wie darf man das dann sagen? Ist halt Geschmackssache, ich mag Minecraft nicht. Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Also, das ist keine Ahnung, das ist ja wie bei Musik, Mann. Jeder hat da eben seinen eigenen Geschmack. Ist auch vollkommen okay, wenn man die Spiele nicht mag. Aber ich bin so jemand, also, genauso wie bei Fortnite zum Beispiel. Fortnite ist irgendwie so eines der meistgespielten Spiele überhaupt, aber auch irgendwie eines der meistgehateten Spiele. Und die Leute, die sagen, Fortnite ist kompletter Mist, die haben eigentlich gar keine Ahnung, weil man theoretisch Fortnite gar nicht als kompletten Mist betiteln kann, weil Fortnite einfach neue Maßstäbe gesetzt hat. Ne? Also egal, ob man jetzt Fortnite gut findet oder eben nicht, Fortnite hat in dem Sinne komplett neue Maßstäbe gesetzt und die ganze Welt hat das Spiel also geisteskrank gefeiert. Ne, und deswegen finde ich halt, also aus meiner Sicht kann man nicht sagen, dass Fortnite kompletter Mist ist, weil die ganze Welt ja darüber spricht und es eben einfach etwas sehr Besonderes ist und es eben neue Maßstäbe gesetzt hat in diesem Game-Genre halt, ne? Und ja, deswegen, ich sag mir einfach so, yo, ich mag halt ein Spiel nicht oder es passt halt für mich eben einfach nicht. Sprich mir nicht zu. Aber sonst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Spiel hat ja seine Berechtigung, wenn es so viele Leute mögen halt, ne? Jasmin, einen wunderschönen guten Abend und Banane, hallo! Das ist bei dem Spiel hier genauso, jetzt Hype und dann langweilig. Ja, und das ist halt eben der Lauf des Lebens. Genauso wie jeder Trend, den es halt eben einfach so gibt. Ne? Das ist genauso wie plötzlich irgendwie extremer im Trend ist, keine Ahnung, Schlaghosen zu tragen. Und dann plötzlich ein Jahr später oder so juckt es keine Sau mehr. Und das ist also praktisch ganz schrecklich gewesen, dass man sowas getragen hat. Und dann kommt es plötzlich wieder in den Trend. Ne? So ist es halt eben einfach. Und so ist es auch bei jedem anderen Videospiel halt, ne? Ein Spiel kommt, es ist im Hype und dann fällt es irgendwann. Vielleicht kommt dann irgendwann nochmal ein Riesen-Update und dann nimmt der Hype nochmal auf irgendwie, was eher selten passiert, aber ja, das ist der Lauf des Lebens. Ja. Bei Fortnite bin ich raus und das ist auch absolut okay, wie gesagt, das ist auch absolut okay. Aber trotzdem kann man in meinen Augen nicht sagen, dass Fortnite kompletter Mist ist oder Müll ist, weil es eigentlich, also die Aussage macht in dem Sinne ja eigentlich gar keinen Sinn halt, ne? Weil das Spiel hat ja nicht ohne Grund so einen extremen Erfolg. Ja. Bei Fortnite streiten sich ja auch die Geister. Ich persönlich möchte keinen Shooter von Disney so. Wenn ich einen guten Battle Royale Shooter will, nehme ich PUBG oder Warzone. Ja, und da zum Beispiel muss ich auch sagen, ne, PUBG, auch für mich mag ich gar nicht mehr. Habe ich damals, wo es rauskam, war das wirklich cool, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde das Spiel schrecklich. Ne? Aber in dem Sinne ist es nicht schrecklich, weil es ja einfach immer noch Millionen von Spielern hat, gefühlt halt. Ne? So ist es halt eben. Ja. Keine Ahnung. Trotzdem begeistern diese Spiele Millionen von Menschen. Halt mich nicht mehr, aber Millionen andere Menschen. Genauso wie Warzone. Warzone finde ich, also generell, was mit Call of Duty passiert ist, das ist ja... Wie könnte man das beschreiben, was mit Call of Duty passiert ist? Das ist ein Tritt in die Eier eigentlich. Also wirklich, also ein radikaler Tritt in die Eier. Und so richtig ausgeholt auch. Du standest breitbeinig und es kam jemand zu dir und hat dir einfach richtig in die Eier getreten. Das ist Call of Duty heutzutage. Und da zähle ich Warzone genauso zu. Ja, aber das Spiel hat trotzdem jedes Jahr extreme Erfolge und Rekorde. Brechen die jedes Jahr gefühlt, brechen die wieder ihren eigenen Verkaufsrekord, ne? Und deswegen, keine Ahnung. Die Leute stehen drauf, keine Ahnung, was soll ich sagen? Seit Black Ops 3 auf jeden Fall. Ja, also was da mit Call of Duty passiert ist, das ist wirklich, aua, 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 aua. Ich fühle den Schmerz immer noch in meinen Eiern. Es zieht. Bis nach ganz oben.
Ich bin von YouTube hierher gestolpert, aber Twitch macht mich gerade fertig. Mein Internetbrowser will es einfach nicht mit dem Fernseher verbinden. Ach du Scheiße, was soll denn das? Aber Jasmin, ganz viel Liebe an dich, falls du mich überhaupt gerade hören kannst. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich hoffe, dass du dein Internet da irgendwie gezähmt bekommst. Lieber ein Spiel nicht 24/7 durchsuchten und dann hat man länger was davon. Ja, das ist, ja, schon. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, wenn du ein Spiel so richtig liebst und das suchtest, finde ich, sollte man das auskosten. Ich finde, das sind schöne Zeiten. Ich mag das. Ja, aber ich kann deine Sicht natürlich auch komplett verstehen. Aber für mich so, also für mich so als leidenschaftlicher Gamer schon seit eh und je, Junge, es gibt selten so geile Zeiten, finde ich, wo du ein Spiel so richtig vergötterst und so richtig Spaß daran hast. Ja. Heute ist zum Glück wieder Nachtschicht angesagt. Komplett, Celine. Heute wird richtig reingesuchtet hier wieder. Tief in der Nacht, mitten in der Woche. Ja, also ich, und ne, bei mir zum Beispiel ist es halt gerade, wie gesagt, Elden Ring. Junge, Elden Ring, ich bekomme gerade nicht genug von diesem Spiel. Ich liebe es einfach. Und es macht so viel Spaß, da rein zu nerden. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich dann mir einfach so einen Timer setze, nach so 2 Stunden mir so sage, nee, du hörst jetzt auf und du spielst wann anders weiter. Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Das würde mich voll nerven. Übrigens, Lauchbär mit den 300 Bits auch noch. Dankeschön. Der Nachtzuschlag. Die bezahlten Überstunden und der Nachtzuschlag. Ich danke dir von Herzen, Lauchbär, für den Support. Um 20 vor 2, mitten in der Nacht, mitten in der Woche. Und CMP, danke schön auch an dich für dein Follow, ich danke dir. Ich suchte in den Supermarkt komplett rein, ist halt jetzt gerade so. Ja, und das ist doch auch geil, das sollte man doch auch ausnutzen, oder? Wenn man so viel Spaß an einem Spiel hat, sollte man das doch einfach ausnutzen und genießen. Chat, habt ihr denn so ein Game, wo ihr gerade richtig reinsuchtet, außer jetzt vielleicht ein Supermarkt-Simulator, so irgendwas anderes? Ich habe letztens gelesen, dass einige irgendwie wieder ihre Liebe in Animal Crossing gefunden haben. Da habe ich zum Beispiel auch nie reingefunden. Animal Crossing, ich weiß nicht warum. Mit Animal Crossing kam ich nie klar. Auch wenn man das vielleicht so meinen würde, so von meiner Art von Spielen, die ich so spiele. Aber mit Animal Crossing kam ich nie klar. Aber da sind ja auch gerade irgendwie, habe ich jetzt mehrmals gelesen, dass da viele wieder so voll am Reinnerden sind. Was ja auch eine coole Sache ist. Spielst du auch Diablo oder WoW? Ich habe Diablo tatsächlich eine Zeit lang gespielt, ja. Aber nicht jetzt Hardcore-mäßig, sage ich jetzt mal. Und WoW habe ich damals auch mal ausprobiert, ja. Waren aber, also, waren beides nicht so krass meine Spiele. Die alten Diablo-Teile habe ich aber sehr viel gespielt. Diablo 3 zum Beispiel habe ich echt viele Stunden damals drin versenkt. War auch geil. Und Diablo 2 war auch noch krass. Sons of the Forest. Oh, wegen einem Update bist du wieder an Sons of the Forest dran. Red Dead Redemption 2, geiles Game. Das war, also Red Dead Redemption 2 war auch wirklich eine Spielerfahrung, könnte man sagen. Sims 4 und Dreamlight Valley, auch interessant. Dreamlight Valley habe ich auch mal im Stream damals gespielt, als es rauskam. Persona, okay. Rainbow Six Siege. Ich habe knapp 12.000 Stunden in dem Game und kann es seit 9 Jahren nicht mehr loslassen. Krass, Mann. Rainbow Six Siege habe ich damals in der Alpha gespielt und in der Beta. Und ich glaube auch eine Zeit lang, wo es noch rauskam. Und leider, warum auch immer, konnte ich dem Spiel dann nichts mehr abgewinnen. Aber ich habe da richtig Spaß dran gehabt damals in der Beta und Alpha und so. Das war sehr geil. Ich hatte da sogar so einen besonderen Key für, da ich das früher spielen durfte und so ein Shit. Das war auch eine geile Zeit. Aber cool, dass du so viel Spaß hast an dem Spiel. Bei mir ist es Hogwarts Legacy. Ja, zum Beispiel auch Hogwarts Legacy, ne? Auch das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Hogwarts Legacy war ja der Hype hoch 10. Gab natürlich auch so ein paar Probleme mit Hogwarts, ne, zu diesem Zeitpunkt damals. Aber auch das war ja der Hype hoch 10. Und auch das, ne, die Spieler spielen es halt eben durch und danach war es das halt, ne. Wenn irgendwann mal ein großes DLC kommen sollte, dann wird da natürlich auch wieder der Hype aufflammen, sage ich mal. Aber sonst wahrscheinlich eher weniger, schätze ich jetzt mal. Elden Ring zum Beispiel. Elden Ring wird den Hype des Jahres haben wahrscheinlich mit dem neuen DLC, was im Sommer rauskommen soll. Und da wird das wahrscheinlich auch nochmal so richtig aufflammen. Dead by Daylight immer wieder und Horizon nebenbei. Den ersten oder den zweiten Horizon-Teil? Dead Island 2. Boah, Dead Island 2 habe ich einfach komplett durchgesuchtet. Innerhalb von wenigen Tagen komplett durchgespielt. Da hatte ich auch einen Key von den Entwicklern bekommen. Wirklich sehr cool auch. Das habe ich komplett durchgenerdet. War auch ein cooles Spiel, man hat viel Spaß gemacht. Ich habe Hogwarts auf 100% und ich kann's halt und ich kann halt nichts mehr machen. Ja. Ja, okay.
Titanfall 2. Boah, Titanfall 2 war auch eine krasse Zeit, Mann. Hat aber irgendwie nie die Liebe bekommen, die das Spiel verdient hatte, habe ich das Gefühl. Es war so ein geiles Game-Genre, also eigentlich generell so eine Game-Serie, aber irgendwie hat die nie die Liebe bekommen, die es verdient hatte. Spielst du GTA 5? Nee, also ich habe GTA 5 komplett durchgespielt und war dann fertig damit. Den Multiplayer fand ich gar nicht gut. Ich bin eher so der Singleplayer-Spieler. Und wenn ich Online-Spiele spiele, dann wirklich richtige Online-Spiele. Also zum Beispiel Counter, also richtige Shooter halt. Und kein GTA. Also GTA fand ich irgendwie einen Online-Modus, der hat mir irgendwie so gar nicht zugesagt. Aber der Singleplayer, safe, Mann. Ich habe eigentlich von jedem GTA den Singleplayer durchgespielt, außer jetzt von GTA 1. Ich glaube, GTA 2 sogar habe ich gespielt. Auch ganz wild. Jasmin, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ich bin zurzeit in Ghost of Tsushima unterwegs. Mega Game. Ja, und das kommt ja jetzt für PC, ne? Kennst du vielleicht noch Fahrenheit? Ja, ist sehr alt, ne? Ich habe gerade in The Witcher das gleiche Problem mit dem blöden Schmied wie du damals. Warte mal, was hatte ich für ein Problem bei The Witcher mit dem Schmied, Owen? Was habe ich da vergessen? Was war mit dem Schmied? Aber The Witcher, ich muss irgendwann noch das DLC spielen, Chats. Ich muss das DLC irgendwann noch spielen. Boah, The Witcher haben wir auch eine Zeit lang richtig gesuchtet im Stream, ne? The Witcher 3 war auch sehr cool in den Streams. Da haben wir doch so richtig cozy Nerd-Sessions gemacht, ne? Er ist weg. Ach, du hast das Problem mit dem Schmied, dass der weggespawnt ist. Ah, ja. Ich erinnere mich. Und ich muss dir den Brief geben. Ja, das kannst du vergessen. Der wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Der ist abgehauen. Der hat keinen Bock mehr gehabt, da zu arbeiten, Owen. Ich fand, die Mass Effect-Reihe ist ein sehr gutes Beispiel für ein Game, was du immer wieder durchspielen kannst, weil deine Entscheidung und deine Crewmitglieder immer wieder andere Events auslösen können. Boah, Mass Effect 2 habe ich, ich glaube, Mass Effect 2 habe ich damals ein bisschen gespielt. Und ich glaube, es gibt auch 3, ne? Oder? Gibt es 3 und Andromeda oder ist 3 der neueste Teil? Oder ist Andromeda der neueste Teil? Ich habe da mal reingeguckt gehabt in den neuen Teil, aber irgendwie konnte ich mich da auch nicht so richtig drin verlieren. Ich habe wegen dir Spiritfarer und The Witcher 3 geholt und beide Spiele sind so gut. Ey, sehr nice. Ja, wirklich, beides. Unfassbar tolle Spiele. Also Spiritfarer ist so ein unfassbar schönes Spiel, wo man auch wirklich ja reingrinden kann. Und The Witcher sowieso. Also The Witcher ist ja, Alter, so ein verdientes Game of the Year damals geworden. Es ist einfach nur ein Brett, dieses Game. Okay, das hätten wir alles, das hätten wir alles. Hier haben wir noch ein bisschen Puderzucker. Andromeda ist der neueste, okay. Kennst du noch Tomb Raider 1 und 3? Gibt es jetzt wieder als Remastered? Habe ich auch gesehen, habe ich bei einem Streamer gesehen. Ich bin da aber nicht so hinterher bei Tomb Raider. Aber wenn da irgendwann mal ein neuer Teil rauskommt, dann würde ich da auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Fable auch krass. Wurde nicht vor Jahrzehnten ein neuer Fable-Teil angekündigt von Microsoft und da kam aber irgendwie gar nichts mehr von? Spiritfarer war toll. Spiritfarer war mega schön. Spiritfarer war mega nice. Okay, das hätten wir alles. Das hätten wir. Die Pizza können wir auch nochmal eben auffüllen. Hallo Tom Kaulitz. Seit wann streamst du? Tatsächlich schon seit, ich glaube, 8 Jahren ungefähr. Und du so? Seit wann bist du Zuschauer? Nefritz, danke schon auch an dich für dein Follow, Mann. Herzlich willkommen. Danke dir. Und Chat, diesen Monat kommt noch Dragon's Dogma. Das ist, glaube ich, auch bei sehr vielen sehr oben im Gespräch dabei. Dragon's Dogma, South Park kommt diesen Monat als neues Spiel auch noch. Da bin ich mal gespannt. Ich fand die normalen South Park-Teile, da habe ich mich absolut drin verliebt. Die waren super geil. Jetzt ist es ja ein bisschen anders. Das ist ja, glaube ich, diesmal irgendwie Third Person oder so. Bin mal gespannt, ob dieser Vibe vom Spiel da bleiben kann. So, wir müssen Eis auch noch nachkaufen. Einfach Banane, danke schon auch an dich für dein Follow. Herzlich willkommen, Mann, in diese unchristliche Uhrzeit. Okay, Mozzarella, Parmesan. Der Mozzarella und der Parmesano. Auf Dragon's Dogma habe ich auch schon ein bisschen Bock. Also bei Dragon's Dogma bin ich gespannt. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich habe da nur heute mal ganz kurz reingeguckt, aber ich habe den nie richtig gezockt. Und man merkt auf jeden Fall schon, dass der ein bisschen älter ist, der Teil. Ich freue mich aber auf den neuen Teil. Also vielleicht werde ich da ja auch viel Zeit drin versenken. Wenn nicht, ist auch okay. Dann guck ich es bei irgendeinem Streamer oder so. Ich glaube, das werden bestimmt auch sehr viele Menschen streamen, Dragon's Dogma 2.
Ja, hab's gleich durch. Ich hab lange nicht gespielt. The Witcher, meinst du? Also wie gesagt, bei The Witcher muss ich dann noch das Ende machen, und das DLC fehlt mir noch, dieses Blood and Wine. Und das soll ja wirklich gefühlt einfach nur perfekt sein. Gronkh hat aufs Gameplay reagiert. Okay. Ja, also ich muss halt sagen, ich liebe halt in Spielwelten einzutauchen. Ich weiß, dass irgendwie bei vielen das nicht so im Fokus ist, sondern eher so online und competitive und so gegeneinander. Aber ich liebe es halt bei Singleplayer-Spielen in die Welt einzutauchen. Und bei The Witcher zum Beispiel hatte ich das so krank. Und bei Elden Ring zum Beispiel gerade auch so heftig. Ich bin so in dieser Welt vertieft. Und es macht so viel Spaß, diese Spielwelten zu erkunden. Und ich wünsche mir halt das Gleiche von Dragon's Dogma. Ich weiß aber nicht, ob ich das halt mir wünschen kann, weil ich halt, wie gesagt, den ersten Teil nie gespielt habe. Ob man das bei Dragon's Dogma auch kann. Ich habe gelesen, dass wohl Dragon's Dogma eher so ein Gameplay-Spiel ist. Und nicht so wirklich auf Story und so geht. Ich hoffe, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr Story auch ist. Also, weil ich liebe es halt so, in diese Spielwelten einzutauchen. Und vor allem so, was ich am allergeilsten finde, ist ja immer dieses noch eine Nebenquest. Nur noch diese eine Nebenquest. Aber jetzt nur noch diese eine und dann höre ich auf. Und dann plötzlich haben wir 3 Uhr morgens und die Sonne geht auf und du musst in die Schule oder zur Arbeit. Bei mir war es dann da, zu diesem Zeitpunkt damals eben die Schule. Das war einfach geil. Und das hatte ich bei The Witcher, das habe ich bei Elden Ring, das habe ich bei Red Dead Redemption 2, habe ich das Gefühl gehabt. Bei was für Spielen denn noch? Bei was für Storyspielen hatte ich das noch? Also ich glaube, das sind so die Haupttitel, wo ich mich so richtig drin verloren habe in den Spielwelten. Das Gefühl hatte ich bei Red Dead Redemption 2, am Ende habe ich so geheult. Ja, Mann, Red Dead Redemption 2 war auch sehr, sehr heftig. Also hat auch in meinen Augen wieder absolut Maßstäbe gesetzt, was so Singleplayer-Experience angeht und Open World. Ich mache bei The Witcher gerade die ganzen Nebenquests, bevor ich weitermache. Ja, und das ist ja bei The Witcher war das bei mir so eine richtige Sucht einfach. Weil die Nebenquests ja eigentlich das Allergeilste sind an The Witcher, ne? Du reitest durch irgendein Tal oder durch irgendeinen verwunschenen Wald oder keine Ahnung was und dann ist da ein NPC und dann redest du mit dem und dann erzählt er dir irgendwie, ja, keine Ahnung, meine Frau ist im Wald verschwunden, da treibt sich irgendein Unwesen umher oder irgendein Wesen umher und du musst dich dann eben dann mitten in der Nacht auf die Suche machen mit deiner Fackel oder keine Ahnung was, durch diesen Wald mit deinem Hexersinn und suchst halt, was diese Frau entführt haben könnte. Und ich weiß nicht warum, aber das kam bei The Witcher, war das bei mir so heftig, dass ich einfach jedes Mal gesagt habe, nur noch eine Nebenquest. Nur noch eine. Ne? Und dann aber plötzlich bist du wieder bei der nächsten, weil die eine dann irgendwie in die andere übergeht, weil du auf dem Weg zur einen Quest wieder eine neue Quest bekommen hast. Boah, und das ist einfach nur, boah. Einfach absolut pure Liebe. Das liebe ich an solchen Videospielen. Mich so komplett in diesen Welten zu verlieren. Kuchen und Salz. So, schlaf gut. WoW war früher richtig schlimm. Ja, das habe ich auch bei vielen gehört. WoW ist tatsächlich bei mir irgendwie so ein bisschen vorbeigegangen, aber ich kannte viele, die WoW extrem gesuchtet haben. So, Honig brauchen wir auch noch. Und Erdnussbutter. Wie sollte es anders sein? Ich liebe das in Welten eintauchen auch, aber es fehlt die Zeit, um in ein Game richtig einzutauchen. Ja, also das war zum Beispiel, ich meine, im Endeffekt, es liegt natürlich auch immer daran, halt so, wo man seine Prioritäten setzt, ne? Also für mich halt, es gab für mich in meiner Zeit halt, ne, auch in meiner Schulzeit und auch in meiner Arbeitszeit, so war, ja, ich habe auf jeden Fall weniger gezockt, so einfach weil ich fertig war nach der Arbeit, gerade weil es halt auch sehr anstrengende Arbeit war. Aber ich habe mir trotzdem irgendwie immer Zeit dafür genommen, weil es halt einfach. Ich liebe das halt. Und für das, was ich liebe, da nehme ich mir die Zeit für. Auch wenn ich morgens dann irgendwie vercrackt aus dem Bett muss oder so, aber dafür nehme ich mir die Zeit. Und das ist halt, warte mal, Käse? Nee, Kaffee ist das. Und ja, deswegen, keine Ahnung, Mann. Ich nehme mir dann die Zeit dafür, auch wenn es manchmal ein bisschen schwer ist, aber ich finde, man sollte auf jeden Fall Zeit in Dinge investieren, für die man brennt. Und für mich sind es halt eben einfach Videospiele. Und deswegen investiere ich da sehr gerne viel Zeit drin. Aber bei The Witcher ist auch geil. Blood and Wine ist Hammer. Allein die Grafik und die Farben, ja. Ja. Ich habe von Blood and Wine tatsächlich gar nichts gesehen, außer den Trailer und ich war sofort verliebt. Aber ich habe das Hauptspiel noch nicht durchgespielt bis jetzt. Ich hatte letztens wieder so eine übelste The Witcher-Suchtphase mit meinem Chat.
Und da haben wir tagelang nur The Witcher gespielt und wir haben es auch fast durch, glaube ich. Aber irgendwie habe ich dann wieder aufgehört, weil irgendwie dann wieder was anderes anstand. Und aber ich muss das wirklich noch nachholen. Also gerade das DLC muss ich unbedingt nachholen. Wenn ich wieder arbeite, wird mein Gezocker auch wieder weniger. Ja, ne, das muss man. Ich meine, es macht ja auch Sinn, ne? Ein bisschen kürzer zu treten, wenn man viel arbeitet oder hart arbeitet und danach fertig ist. Aber ich finde, man sollte, wie gesagt, trotzdem, also man muss es ja jetzt nicht komplett aufgeben. Also man sollte sich, wie gesagt, schon Zeit für die Dinge nehmen, die einen abschalten lassen oder die einen glücklich machen. Und Videospiele zählen da für mich auf jeden Fall dazu. Vor allem, wenn man für Videospiele brennt. Ich fand von The Witcher nur den ersten Teil krass, damals auf PC gezockt. Boah, The Witcher 1 fand ich gar nicht gut tatsächlich. 2 fand ich ganz okay und 3 war für mich einfach, 10 von 10. Also ich glaube, ich habe nichts an The Witcher 3 aussetzen. Ich liebe dieses Spiel einfach abgöttisch. So, den Käse. Wir haben 6555 Chat. Wir haben heute richtig fett Asche gemacht. Sehr geil. Ich bin am Überlegen, was wir damit machen. Nee, aufgeben auf gar keinen Fall. Momentan habe ich halt. Auf gar keinen Fall. Momentan habe ich halt den ganzen Tag Zeit. Ja, das ist doch gut so. Ist doch cool. Sagt ihr Neverwinter was? Yes, das sagt mir was. Das sagt mir was. Aber das ist sehr lange her. Oder? Das ist schon ziemlich alt. Keine Ahnung, was da so Datum ist, also wann das da erschienen ist, aber das ist ja schon sehr, sehr alt. So, dann haben wir den Käse auch, wir haben Milch, wir haben Kaffee, das sieht alles super aus, das sieht auch alles super aus. Hier könnten wir vielleicht noch Steak und Kotelett. Steak und Kotelett brauchen wir auf jeden Fall noch. 2004 oder so war das. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Das ist schon krass. Aber ja, im Endeffekt, ich finde es immer Wahnsinn irgendwie, dass es Menschen gibt, die Leute irgendwie dafür, ich nenne es mal shamen, dass sie Videospiele lieben. Und auch irgendwie so schade. Also und so dumm auch, keine Ahnung. Ketchup und Hot Sauce brauchen wir auch noch. Weil Videospiele ja wirklich einfach etwas unfassbar Schönes sind. Heißt die einfach Hot Sauce, scharfe Soße und was war jetzt das andere? Ach ja, Kotelett, ne? Kotelett und Ketchup. Ketchup und Kotelett. Oh, die sind sogar im Angebot. Vielleicht sollten wir davon sofort mal 2 holen. Und Steak war das andere. Bei mir zieht die Arbeit einfach mega viel Energie, sodass, wenn ich frei habe, gerade die Energie habe, Let's Plays zu schauen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, in meiner Gärtnerzeit, da war das auch extrem. Also, vor allem, weil ich halt wirklich, also teilweise 12 Stunden gearbeitet habe und den ganzen Tag Baumstämme geschleppt habe und so ein Shit. Und ja, man, also danach war ich war halt teilweise wirklich so fertig, bin gefühlt, ich habe gegessen, bin ins Bett gefallen. Also ich weiß absolut, was du meinst. Irgendwie habe ich es dann meistens noch dazwischen schieben können. So irgendwie. Ja. Aber es war nicht ganz einfach, das zu handeln, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich würde fast sagen, die beste Droge der Welt. Ja, immer in Maßen natürlich, ne? Also auch jetzt, wenn du 12 Stunden am Tag jeden Tag zockst, so, das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so gut, aber Videospiele auf jeden Fall, also ich spiele lieber den ganzen Tag Videospiele oder so, als mich mit Drogen zuzuknallen oder so. Das definitiv, auf jeden Fall. Die Leute sind aber meistens die den ganzen Tag Bücher lesen und nicht wahrhaben wollen, dass es im Großen und Ganzen dasselbe ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht die Leute sind, die lesen, sondern das sind die Leute, die den ganzen Tag am Handy sitzen. Ich habe schon ganz oft mitbekommen, auch bei, bei so Freundinnen von meinen Kollegen, die halt selber keine Videospiele spielen, sie selber aber sehr gerne Videospiele spielen, dass die Freundinnen immer rumheulen, dass die am Videospiele spielen sind. Und die Freundinnen sitzen aber den ganzen Tag einfach vorm Handy und gucken TikTok oder so. Ja, okay. Nice. Aber sich erstmal darüber lustig machen oder abfucken, wenn jemand Videospiele spielt. Aber du den ganzen Tag an deinem verfickten Handy sitzt und TikTok glotzt. Das ist wirklich ein super Trade, wirklich Wahnsinn. Also das sind mir eher so die meisten Leute gewesen, wo ich dann so die Erfahrung hatte. Janine, schlaf gut und pass auf dich auf. Besser als 12 Stunden TikTok? Ja, das auf jeden Fall, Mann. Das auf jeden Fall.
Meine Mutter versteht Videospiele auch nicht und trotzdem zwei Gamer großgezogen. Ja, so ist es, ne? Gamer und Leser sind die perfekten Pärchen. Ja, wenn er kein Hurensohn ist oder sie halt eine dumme Sau. Und dann ja. Also, dann safe. Also ich würde das jetzt nicht aufs Lesen festlegen oder so, dass man ein perfektes Pärchen ist. Oder Gamer oder Leser. Aber ja, ich finde Menschen sehr unsympathisch, die auf Videospiel, also auf Gamern rumhacken, weil sie Videospiele spielen. Ganz schrecklich. Und dann sind sie selber den ganzen Tag am Handy und machen nichts anderes. Sehr sympathisch. Ja gut, das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Ich meinte, dass die Hobbys passen. Passen die Hobbys Lesen und... Ich meine, eigentlich passt doch das Hobby Lesen zu eigentlich allem, oder? Weil ich meine, Lesen ist immer gut. Zocken ist halt schon schwer manchmal, ne? Also ich meine, es gibt natürlich auch Fälle, da ist es jetzt nicht okay, ne, dass man den ganzen Tag am PC sitzt und irgendwie seine Mitmenschen da irgendwie vernachlässigt und so. Dann ist halt nicht mehr cool. Aber sonst, keine Ahnung, man, ein paar Stunden am Tag ein bisschen zu zocken oder so. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem sein soll. Reis und alle Nudeln brauchen wir. Nice. Reis, Nudeln, Spaghetti-Nudeln und die Makaroni brauchen wir auch noch. Okay, hätten wir dann alles? Apfelsaft vielleicht? Okay, Apfelsaft und dann sonst... Wir könnten nochmal die Eier, die 8er Eier nachbestellen. Wie früh haben wir eigentlich? Alter, wir haben schon wieder 2 Uhr. Hilfe! Der eine kann zocken, während der andere liest. Ja, okay, aber du kannst ja alles machen, während der andere zockt, ne? Theoretisch. Oder? Ja, man, so auf einer Hochzeit sollte man schon mal den Controller weglegen. Ja, oder lieber Maus und Tastatur als Controller. Aber ja, also das sollte man definitiv. Das stimmt schon. Jetzt red mir das nicht. Alles gut, ich sag nichts mehr. Alles gut. Chat, warum seid ihr eigentlich noch wach zu so einer unchristlichen Uhrzeit? So, das sieht super aus. Hatten wir nicht noch... Alter, warum? Was geht denn bei dem großen Sushi? Warum geht das so krass weg? Hatte ich nicht 2 davon bestellt? Sind die jetzt schon leer? Das kann doch nicht sein. Das war, glaube ich, das große Sushi, ne? Ich will eher Spiritfarer beenden. Yeah, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich habe mit Spiritfarer, glaube ich, 45 Stunden oder so und ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Ich gehe gleich ins Bettchen. Wichtig. Kann ich schlafen? Bin ich gläubig? Ja, ich auch nicht. Aber das Finanzamt hat mich dazu gezwungen, dass ich gläubig bin. Da, wilde Sache auf jeden Fall. Ich habe gerade 523, warte mal, du hast 523 Stunden Spiritfarer und du hast es nicht durchgespielt. Warte mal, das ist ein Tippfehler, oder? 53, okay, ich wollte gerade sagen. True, true. Ja, also die haben mich leider dazu gezwungen. Heute später, warte mal, wegen deiner, ey Leute, heute später Stream-Nachricht, aber nicht falsch verstehen, ist gut so, okay. Deswegen bist du noch wach, aber dann ab ins Bett mit dir. Schulzeug und somit auch guten Abend an alle. Venix, einen wunderschönen guten Abend, hallo, viel Spaß beim Schulzeug. Unchristlich sollte mehr Streamer geben, die nachts aktiv sind und mit uns Nachteulen leiden. Ja, ich weiß, was du meinst. Also nachts streamen ist halt meistens so zuschauerzahlenmäßig natürlich sehr unklug. Also das, wie gesagt, das merke ich auch selber bei mir immer extrem. Aber ja, ne, wie du schon sagst, nachts ist halt einfach toll. Ich mag es nachts einfach. Ich habe das Gefühl, nachts erwartet irgendwie niemand von einem irgendetwas. Und deswegen sind die Streams auch für mich irgendwie viel entspannter. Also nicht, dass überhaupt irgendjemand was von mir erwarten würde, in den anderen Streams jetzt auch, aber man hat irgendwie das Gefühl, so nachts ist alles ruhiger, die Menschen sind ruhiger, der Chat ist ruhiger und ich mag das gerne. Du hältst uns wach, Schnauze. Ich habe nichts damit zu tun. Ist das wieder frech, mir die Schuld geben zu wollen für seine eigenen Schlafprobleme? Ja, so ist es am einfachsten, ne? Einfach die Schuld wieder dem Streamer geben. Wir haben unsere Erwartungen runtergeschraubt. Okay. Der ging genau ins Herz.
Aber ist schon okay, Owen. Ich kann damit umgehen mit diesem Schmerz. Das ist schon okay. Ich bin das gewohnt als Streamer. Wasser. Warha? Ja, aber Warha brauchen wir jetzt noch nicht dringend. Okay, Chat, wisst ihr, wir machen jetzt einfach was richtig Verrücktes. Nee, noch nicht. Warte, gleich machen wir was richtig Verrücktes einfach. Wir stellen einfach richtig verrückt jemanden ein, der für uns kassiert für einen Tag, damit wir einfach nur daneben sein können und zugucken können. Okay, und ich bestelle nochmal eben Lachs nach. Das wird ein richtig wilder Tag. Nachtschicht war geil. Hast du eine Ruhe vor den Kollegen? Kannst du die Zeit einteilen? Ja, das glaube ich dir. Also ich hatte nie eine richtige Nachtschicht in einem normalen Beruf, aber ich kann es mir gut vorstellen. Vor allem auch alleine zur Arbeit zu fahren, so ist ja tausendmal angenehmer nachts als im normalen Verkehr. Du weißt doch, ist von mir nie böse gemeint. Ach, alles gut, Robin. Alles gut. Ich kann das verstehen. Und ich kann das. Ich liebe es ja, 800 Euro für einen Döner zahlen zu müssen und dann bittet man nur um eine einzige Sache, dass der nicht scharf sein soll. Und natürlich ist er scharf. Ja, oder du bittest um eine ganz einfache Sache, dass du einen Döner haben willst mit Fleisch und du hast kein Fleisch drin. Ich meine, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Also ich habe da auch schon interessante Erfahrungen mitgemacht mit Dönern. Power, danke schon auch an dich für deinen Follow. Und ich glaube, also ein Döner ohne Fleisch ist auf jeden Fall schlimmer, als dass der Döner mal ein bisschen scharf ist, oder? So, wir bräuchten noch Eis, die neue Pizza, Hähnchen. Eis, neue Pizza mit Cheddar und Hähnchen können wir immer gebrauchen. Ist natürlich wieder teurer geworden. Diese Blutsauger. Ich fass es nicht. Oder die können einfach kein Deutsch. Weiß ich. Ach du heiliger Bimbam, wie viele Rechnungen. Oh mein Gott. Da freut man sich einmal darüber, dass man ein bisschen Geld hat, ne? Und wer kommt dann? Papa Staat und nimmt dir einfach alles weg. Oder der Vermieter, eher gesagt. Oder wem auch immer ich hier dieses Geld gebe in diesem Laden. Auch grausam. Was soll denn das? Ja, ich vertrage scharf gar nicht. Da bekomme ich immer schlimme Krämpfe. Okay, das ist natürlich krass. Also ich mag scharf einfach gar nicht. Aber ich fühle dich. Chat, hatte ich die Krabben nachbestellt? Ich glaube nicht, ne? Aber ist nicht so schlimm. Ich vertrage auch kein Schaf. Ja, ich generell einfach, ich mag es gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich würde halt schon gerne, wenn ich so einen Döner esse, würde ich schon gerne, oder ich gehe davon aus, dass ich einen Döner mit Fleisch bekomme. Also davon bin ich eigentlich immer ausgegangen, dass das eine normale Sache ist. Aber naja, seit diesem gewissen Vorfall ist das wohl eben nicht der Fall. So, Chat. Wir machen jetzt etwas ganz Besonderes, etwas total crazy-mäßiges. Und zwar stellen wir jetzt einfach einen Kassierer ein für einen Tag. Und wir wissen eigentlich schon, dass der Kassierer nicht ausreicht, weil der nicht die ganze Arbeit übernehmen kann. Aber wir machen es trotzdem einfach mal, weil es lustig ist. Welchen Vorfall meinst du denn, Owen? Darüber reden wir hier nicht. Also Chat, so wie der da schon steht, ne, da will ich dem schon keine Gewalt am Arbeitsplatz. Keine Gewalt am Arbeitsplatz. Guckt euch doch mal an, wie der da steht. Da würde ich den doch schon am liebsten durchs Fenster treten. Shinoa, danke schön für deinen Follow. Guckt euch mal bitte an, wie der steht. Und der soll meine Kunden glücklich machen. Junge, alleine seine Arme. Chat, er steht da einfach. Er macht einfach ihn hier. So. Oh nee. Scheiße. Da kommen ja gleich Kunden. Oh nee. Wie blöd. Warum bin ich eigentlich hier? Ich brauche richtige Mitarbeiter. Ich brauche Menschen, die dafür brennen, für diese Kasse. Was soll denn das? No joke, der sieht aus wie du. Ja, Shikana, wirklich, komm von deinen Medikamenten runter. Der sieht total aus wie ich. Ja, wirklich, 1:1. Wirklich, wir sind uns aus dem Gesicht geschnitzt. Du Vogel. Oh Mann. Okay, so. Also mein Bester, ich weise dich jetzt mal ganz kurz ein. So. Wenn hier, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich der Kunde. So, ich habe jetzt hier diese ganze Pizza gekauft und du musst die jetzt über das Band ziehen. Boop. Der begrüßt nicht mal. Der sagt nicht mal Tschüss, einen schönen Tag noch oder so. Ja, also das ist...
Das ist, und dem bezahle ich, dass er hier arbeitet. Der wird bezahlt. Der wird bezahlt. Lisa, danke schon noch an dich, Mann. Schön, dass ihr da seid. Viel Liebe an die neuen Follower. Ich hoffe, euch geht's gut. Der könnte als Kellner in einem Restaurant arbeiten. Der ist viel zu gut für deinen Supermarkt. Zu gut. Guck mal, einfach seine Kleidung kommt da einfach raus. Sein Hemd. Hättest du mich mal eingestellt? Ja, hätte ich gerne. Bro, das ist so bodenlos, ne? Das ist so bodenlos. Wie der kassiert, ne? Ich heule. Oh mein Gott, das ist sowas von Flash, ne? Das ist sowas von Flash. Bei 80 Euro pro Tag, was der verdient, da würde ich auch so da stehen. Gamespace, 80 Euro pro Tag, ja, das ist ja wohl mehr als genug bei dieser Arbeitsleistung. Also der hat nicht mal irgendwie 2 Dollar die Stunde verdient, der Wichser. So, einmal die Karte bitte. Ich wünsche dir einen schönen Tag. So musst du das machen. Oh, Chat, jetzt ist Stoßzeit. Jetzt ist Stoßzeit. Meine lieben Kunden, schön, dass ihr heute den Supermarkt besucht. Ach du Scheiße, warum sind das so viele? Schön, dass ihr heute den Supermarkt besuchen. Wir haben heute einen Azubi im Laden. Also, kaufen Sie bitte noch mehr als sonst ein. Das hier ist ein Stresstest. Hope, ich danke dir auch noch von ganzem Herzen für den allerersten... So, ich stelle mich jetzt auch einfach an, um noch mehr Druck zu machen. Ich danke dir von ganzem Herzen für den allerersten Tier-1-Sub. Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen in der Abo-Falle. Schön, dass du da bist. Bedeutet mir sehr viel. Darf doch mal mich hier ganz kurz dazwischen drängen, ne? So. Das ist so... Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht. Oh, Mann. Halana, danke schön auch an dich für deinen Follow. Dankeschön. Wenn der Chef auf der Kasse steht, um dich zu beobachten. Warum benutzt... Stimmt, jetzt wo du sagst, warum benutzt er nur eine Hand? Ich glaube, seine andere Hand ist gelähmt. Vielleicht sollten wir uns darüber nicht lustig machen. Das ist wirklich... Das ist Wahnsinn. Okay, also... Ich glaube, viele Menschen, die das Spiel jetzt selber spielen, die sind jetzt einfach dabei, den Supermarkt aufzufüllen die ganze Zeit. Okay, also die gehen hier so durch und checken so die Ware und... Weiß nicht, gehen den Kunden auf den Sack. Das fühlt sich irgendwie so falsch an hier durch den... Ach, du heiliger Bimbam-Chat, guckt euch da... Alter, guckt euch das an. Oh Gott. Oh Gott, Luis, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir? Der Aldi hätte in dieser selben Zeit 100 Leute abgefertigt. Guck mal, die Kasse ist voll, Chat. Die verlassen schon den Supermarkt. Stellen die eigentlich die Ware dann wieder zurück? Die Kassen sind voll. Die sind richtig sauer. Warte mal, legt der jetzt die Produkte wieder ins... Warte mal! Laufen die jetzt durch den Laden und warten, dass die Kasse frei ist? Guck mal, wie viele Leute hier sitzen. WTF. Ich dachte, die verlassen den Supermarkt dann einfach. Hallo, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem ganz besonderen Tag. Wir haben heute einen Azubi. Bitte kaufen Sie so viele Waren ein, wie es nur geht. Alter, ich dachte, die hauen dann ab, weil denen das zu voll ist. Ich wollte Regale auffüllen und dann habe ich ihn gekündigt, weil er mich abgefuckt hat. Ja, Lisa, das kann man... das kann man absolut verstehen. Guck mal, die gehen jetzt hier gerade wirklich durch den Laden durch und warten, dass die Kasse frei ist. Guck mal, sie denkt sich gerade, oh, was ist ein Rotzladen, ey, kann der Azubi nicht mal ein bisschen schneller machen? Mein Sohn wartet zu Hause, mach jetzt aber ein bisschen schneller an der Kasse. Nö, die laufen halt rum und stellen sich an, wenn dann Platz ist.
Oh, es wird schon dunkel. Warte mal, es wird schon dunkel jetzt. Oh mein Gott, Chat, die werden hier alle übernachten müssen in meinem Laden. Was ist, wenn ich den jetzt feuer? Chat, was ist, wenn ich den jetzt feuer? Was passiert dann? Warte, ich speichere mal kurz. Was ist, wenn ich den jetzt feuer? Dann ist der doch sofort raus. Und wenn ich dann nicht mehr abkassiere, müssen die Leute dann hier übernachten in meinem Supermarkt? Einfach Übernachtungsparty in meinem Supermarkt. Es wird dunkel und er hat etwa 5 Menschen abkassiert. Ja. Warte mal, ich schmeiß den jetzt raus. Warte, Chat, ich will mal kurz gucken, was passiert. Für die Wissenschaft. Meine Damen und Herren, leider wurde der Azubi soeben gekündigt. Wir haben mittlerweile 20 Uhr abends. Ich hoffe, Sie haben Ihre Schlammanzüge eingepackt, denn das wird eine lange Nacht. Pyjama-Party im Supermarkt. Guck mal, wie sie hier alle umher... Oh, guck mal, da wird auch noch Fett eingekauft. Warte mal, was geht bei den zwei da hinten in der Ecke? Die überdenken einfach ihre komplette Existenz gerade, die zwei hier von Man in Black. Guck mal, was hier los ist zu dieser Uhrzeit. Krass. Die hatten einen privaten Moment da hinten in der Ecke. Ja, wir sollten die vielleicht mal mit Kameras versehen, die Ecke da hinten. Da passieren skurrile Dinge. Das sollten wir im Auge behalten. Hey Junge, wie lustig. Ich wusste gar nicht, dass man die Leute gefangen halten kann in seinem Supermarkt. Das ist ja voll toll. Zwerg, ich wünsche dir eine gute Besserung. Viel lieber an dich. Ich finde das voll toll, dass man die einfach alle gefangen nehmen kann. Naja. Okay, dann würde ich sagen, kassieren wir mal eben ab. Das wird ja eine lange Nacht heute. Die Armen. Was für die Armen? Die sind total glücklich. Guck die doch mal an. Wie, ja, das ist doch das Glück ins Gesicht geschrieben. Ich finde diese Macht sehr gut, dass ich die habe, dass ich Kunden einfach gefangen lassen kann. Aber auch das zum Beispiel finde ich wieder, das spricht total für das Spiel in meinen Augen. Ich finde es total geil, dass man wirklich sich die Zeit nehmen kann, wisst ihr? Also ich hatte gedacht, dass wenn Kunden, und das habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, bis jetzt gerade, weil ich es mir selber beweisen konnte, oder das Gegenteil beweisen konnte, ich dachte, die Leute gehen, wenn es voll ist. Also wenn die sagen, die Kasse ist voll, dann sind die abgefuckt und gehen einfach nach Hause. Aber das ist ja total cool, dass die wirklich einfach die ganze Zeit warten und man wirklich einfach Zeit hat, ganz in Ruhe abzukassieren und dass niemand einfach geht. Ich finde das total cool. Auch das spricht in meinen Augen sehr für das Spiel. Sehr entschleunigend. Ich muss mich nicht darum kümmern die ganze Zeit und mich herumstressen, sondern man kann das auch ganz entspannt machen, ohne dass Leute sogar den Laden verlassen. Freiheitsberaubung, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist sehr gut, wichtig und richtig als Supermarktbesitzer, dass man zu solchen Macht verfügt, Menschen in seinem Supermarkt einzusperren. Deswegen kassiere ich auf Level 47 immer noch selbst. Ja, macht irgendwie Sinn, ne? Gibt auch keine Minuspunkte, wenn sie warten müssen. Ja, voll krass. Oha, die hat 5 Butter gekauft. Kundin des Tages. Auf alle Fälle ist der Laden nicht in Deutschland. Nee, das auf jeden Fall nicht. Der Laden ist definitiv nicht in Deutschland. Chat, ich muss jetzt gleich aber auch mal aufhören. Weil wir haben einfach schon wieder 14:45. Ist das nicht einfach nur frech, wie spät es schon wieder ist? Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir haben zwar heute eigentlich nichts gekauft, aber wir haben heute irgendwie richtig krass trotzdem Kohle gemacht. Dadurch, dass wir wahrscheinlich einfach nichts gekauft haben und heute gespart haben, nur Geld verdient haben und Produkte aufgefüllt haben, haben wir aber heute wirklich sehr gut Geld gemacht, finde ich. Also sehr nice. Wir können ja mal gucken, für was wir das ausgeben das nächste Mal. Wahrscheinlich eine Lizenz, ne? Wobei für die Lizenz müssen wir Level 30 sein. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Wir sind erst Level 28, fast 29. Dauert aber noch. Neues Prinzip im Laden. Shopping and Sleep. Das finde ich auch super. Shopping and Sleep.
Was wir alles für Pläne für unseren Supermarkt haben, ne? Von Aquapark bis Schlafen. Toll. Sehr gut. Und auch nicht in den USA, sonst würden die Waffen gezogen werden. Ja, ich brauche ein Waffen-Update. Ich brauche Schusswaffen in meinem Supermarkt. Können wir die nicht auch einfach verkaufen? Das wäre auch cool, Mann. Also wenn der Laden hier wirklich in Amerika ist oder so, warum verkaufen wir keine Waffen? Ich meine, die kannst du doch da gefühlt in jedem Laden verkaufen, oder? Die gibt's doch bei Walmart und so ein Shit. Da wird mal zum eben beim Butter-Einkauf wird sich eine neue Glock gekauft. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wann Privatflugplatz im Hinterhof? Bald. Wir sparen darauf hin. Eines Tages. Ich bin sehr zuversichtlich. So ein Glasschrank mit Waffen drin. Ja, ja, genau, das wäre geil. So, die haben wir aber jetzt eigentlich wirklich ziemlich schnell noch abkassiert. Aber ja, also ich verstehe, was du meinst, Owen, ne? Also man kann wirklich ja dann durchgehend alleine kassieren. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ich meine, ich glaube, bei der nächsten Erweiterung würde ich, glaube ich, gerne jemand Neuen noch einfach nebenbei einstellen, damit man so ein bisschen mehr im Flow ist und das so ein bisschen schneller geht alles. Ein bisschen. Ich meine, der bewegt sich ja wirklich, als wäre er, ich weiß auch nicht, als wäre er ein Faultier. Aber das wäre schon cool, damit es einfach noch so ein bisschen flüssiger geht. Und sonst würde ich aber auf jeden Fall auch einfach weiter selber kassieren. Mal ganz kurz gucken. Tag 59, Produkt nicht gefunden 1 und 2 Produkte waren zu teuer. Wir haben 2.900 an Einkommen gehabt. Okay, krass. Die Bestellkosten 2.000. Wir haben also 829 Profit gemacht. Wir haben 7.500 Dollar. Hatten wir jemals so viel Geld? Also Chat, wenn das Update kommt mit den Einräumern, dann bin ich der glücklichste Mensch. Das wird so geil werden. Wenn die Verräumer so verräumen wie der Kassierer, wird's interessant. Ja, okay, aber dann könntest du ja einfach 2 oder 3 einstellen, ne, mal eben so. Aber wenn die da sind und wirklich helfen, den ganzen Supermarkt einzuräumen, egal, wegen mir können die auch so langsam sein, dann machst du dir eine Armee. Kaufst du einfach so 10 Leute oder so, dann wird das schon echt das Spiel um einiges einfacher und den Ablauf irgendwie verbessern halt. Ne? Ich bin wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird. Chat, wir haben jetzt 7.500 Dollar. Lass mal ganz kurz gucken. Wir müssen nochmal eben die Rechnung bezahlen. Das ist ja wieder klar. Und wir könnten... Alter, wir haben so viel Geld verdient, Chat, ne? Wir machen das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Kaufen wir uns einen neuen Abschnitt. Weil wir müssen erst vorher noch neue Ware einkaufen. Aber wir kaufen uns, glaube ich, einen neuen Abschnitt, denn wir können, wie gesagt, leider immer noch keine neue Lizenz kaufen, weil wir die erst ab Level 30 bekommen. Dann kaufen wir uns einen neuen Abschnitt und dann können wir da vielleicht eine eigene Kasse reinstellen. Ich meine, ja, in einem der letzten hättest du auch schon einmal so viel gehabt. Es könnte sein, dass wir so viel Kohle hatten, als wir den Schlussverkauf gemacht hatten, wo wir einfach alles rausgeschmissen hatten. Das könnte sein. Ja, wir bräuchten einfach so eine Einräumarmee dann. Ich brauche 20.000 für den nächsten Abschnitt, das ist hart. Auch da zum Beispiel würde dann wirklich sehr helfen, wenn man Kassierer hat und Einräumer. Ne, weil dann hat man halt wirklich nicht die ganze Arbeit für sich selber. Okay, Chat, also ich würde sagen, ich bin erstmal raus für heute. Das war die Nachtschicht. Ist ja wirklich jetzt, wir haben ja schon wieder fast 2:30. Das ist jetzt wirklich wieder sehr, sehr spät. Chat, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden je nachdem morgen mal eine Pause machen mit dem Supermarkt-Simulator. Und wir werden vielleicht, wenn ich Bock habe, morgen Abend in ein Horrorspiel reingehen. Also ich habe mir ja wie gesagt extra noch eins gekauft gehabt, weil ich irgendwie richtig Bock hatte, nochmal ein richtiges Let's Play zu machen, so für, ne, mit dem Stream zusammen und für YouTube. Und wir werden also wahrscheinlich morgen Abend, wenn ich es schaffe, zeitlich auch und Bock habe, werden wir morgen Abend zusammen in ein richtig cooles neues Horrorspiel reingehen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, das hat eine geile Story und ich hoffe, das macht sehr Bock. Wenn morgen das Update kommen sollte vom Supermarkt-Simulator, dann würde ich das verschieben und wir gehen in den Supermarkt. Aber wenn nicht, dann würde ich morgen auf jeden Fall mal eine Pause machen. Einfach weil ich brauche mal eine Pause vom Supermarkt. Ja, es ist sehr kräftezehrend, die ganze Zeit alles selber einzuräumen. Und ich glaube, ich warte dann eher noch, bis das Update kommt. Mal schauen, wie lange das noch auf sich warten lässt. Wann ungefähr morgen Abend? Das weiß ich nicht genau. Das werde ich dann
Ich kann immer nur wieder sagen, am allerbesten, ihr kommt immer alle in diesen WhatsApp-Kanal rein, weil da poste ich dann immer einfach rein, wenn ich live streame. Ich schätze mal so 22 Uhr oder so. Ich schätze es. Aber wir werden mal gucken. Und ich würde sagen, wie Kneipp auch gerade sagt, ich glaube, wir haben uns diesen kleinen Urlaub auch mal ein bisschen verdient. Wir haben so viel Supermarkt-Simulator gerade gespielt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch mal wichtig, da eine kleine Pause zu machen. Und wir warten einfach mal aufs Update und wir gucken einfach mal, wie lange das noch auf sich warten lässt. Und ja, ich hoffe, dass natürlich auch die YouTube-Zuschauer hier wieder Spaß hatten. Also auch für die YouTube-Zuschauer, wundert euch nicht, falls dann jetzt vielleicht mal ein paar Tage kein Supermarkt kommt oder so. Wir werden einfach mal gucken, ob ich da dann die nächsten Tage Bock drauf habe oder ob wir aufs Update warten. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder sogar ein Abo. Ich würde mich natürlich immer sehr darüber freuen. Schön, dass ihr alle da gewesen seid, hier auf YouTube auch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, schön, dass ihr da wart und ganz viel Liebe an euch. Tschüss YouTube, bis bald, euer Yoshi. Tschüss, Dankeschön für eure Zeit. Tschüss.